So, guten Abend allerseits. Erst einmal willkommen zu der Podiumsdiskussion Big Pharma, mehr Nutzen als Schaden. Zu dieser Veranstaltung haben wir drei Sprecher eingeladen. Einmal Wolfgang Becker-Brüser, dann Christian Wagner-Alves und Dieter Lehmkuhl. Ich werde die Sprecher gleich nochmal in Ruhe vorstellen, aber erst einmal möchte Herr Lehmkuhl was sagen, ne? Meine sehr verehrten Damen und Herren, recht herzlich willkommen in der GLS Bank in Berlin. Wer die Bank noch nicht kennt, ich kann das nicht beurteilen, wie viele das sind. Ich gehe mal davon aus, Sie kennen sie fast alle. Gleichwohl werden Sie sich vielleicht fragen, warum findet eine solche Veranstaltung hier in der Bank statt? Dafür gibt es eine ganze Menge Gründe. Ein ganz praktischer Grund ist, wir haben eine sehr gute Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung und helfen uns gegenseitig mit Flipcharts, Räumen und allem, was man so braucht, aus. Das ist das eine, aber es gibt auch andere Gründe. Die GLS Bank ist ja eine sehr inhaltlich aufgestellte Bank, die auch im Gesundheitsbereich und in der Sozialwirtschaft aktiv unterwegs ist und finanziert. Sie ist eigentlich eine politische Bewegung mit Bank und von daher passt das eigentlich sehr gut, dass wir heute so ein lebendiges Thema hier haben, was im Zentrum der Gesellschaft steht, insofern ja die Frage, wie viel Geld wir im Gesundheitswesen für Heilmittel und wie viel wir für wirkliche Medizin ausgeben, etwas ist, was uns alle bewegt, sowohl auf der Ertragsseite im Gesundheitswesen als auch auf der Kostenseite. Und von daher bin ich sehr gespannt, was wir von den Fachleuten heute zu hören und freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind für diesen Abend. Und ich gebe jetzt an den Herrn Selin von der Heinrich-Böll-Stiftung, der auch Sie hier noch willkommen heißt. Ja, mein Name ist Peter Selin. Ich bin Referent für Sozialpolitik und demografischen Wandel der Heinrich-Böll-Stiftung und habe zusammen mit den Kooperationspartnern des IPPNW und der Charité Berlin, das Institut für Sozialmedizin und Health Action International und der GLS Bank hier, also die Räume zur Verfügung stellt, netterweise diese Veranstaltung vorbereitet. Und wir haben also einen Titel gewählt, mehr Nutzen als Schaden, aber mit einem dicken Fragezeichen. Und es wird im Prinzip recht provokativ wahrscheinlich zugehen. Und ich möchte Sie recht herzlich begrüßen dazu und mich auch bei der GLS Bank hier bedanken, dass wir hier die Räume nutzen können. Und es stellt sich eben doch die Frage, wenn immer mehr Medikamente auf den Markt kommen, bringen die was den Menschen, bringen sie Vorteile, bringen sie einen Nutzen? Und die Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung sind im vergangenen Jahr um 2,6% auf 30,6 Milliarden gestiegen. Da stellt sich schon die Frage, bringen sie neuen Medikamente zusätzlichen Nutzen? Also, oder richten sie eventuell sogar Schaden an? Und wie werden bereits zugelassene Medikamente evaluiert? Also auch solche Fragen kann man sich kräftig mit beschäftigen. Mir fiel eine Pressemitteilung auf vom 9.9., also 2013, über das Thrombosemedikament Xarelto von Bayer. Und das geriet in die öffentliche Kritik. In den ersten 8 Monaten dieses Jahres seien 968 Fälle unerwünschte Wirkungen mit 72 Todesfällen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte registriert worden. 2012 waren es 750 Fälle mit 58 Todesfällen. 2011 wurden 700.000 Tagesdosen von dem Medikament vergeben. Das ist ein Blutverdünner-Medikament. 2012 waren es bereits 25,5 Millionen Tagesdosen dieses Medikaments. Das ist offensichtlich, ist die Markteinführung dieses Medikaments gelungen. Es ist ein Umsatztreiber für die Firma Bayer. Und das Bundesinstitut hat aber bisher festgestellt, kommt zu dem Urteil, also bisher, das ist jetzt Zitat, wir sehen keinen neuen Gefahren und keinen Anlass für eine neue Risikobewertung seitens des Bundesinstituts. Und da stelle ich als Laie, und ich bin wirklich gesundheitspolitischer Laie, wie werden denn überhaupt Risikobewertungen vorgenommen? Wer urteilt über mehr Nutzen als Schaden für uns als Patienten? Was bewirkt der Patentschutz? Wie soll Forschung finanziert werden? Das sind sehr spannende Fragen und ich wünsche Ihnen wirklich eine interessante Debatte. Und außerdem
möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Heinrich-Böll-Stiftung, die Gebäude ist ja gegenüber, aus räumlichen Gründen ist es heute die Veranstaltung hier, aber am Ende der Veranstaltung bieten wir in der Cafeteria noch Getränke an und was Kleines zu knabbern. Und wir können rüberziehen im Erdgeschoss dann nach der Veranstaltung und nach der Diskussion. Viel Spaß. Ja, danke schön. Hier sind sonst noch Stühle, falls Stühle fehlen, falls Sitzplätze fehlen. Gut, bevor wir anfangen, möchte ich als erstes Sie, verehrtes Publikum, und hoffentlich gleich Mitdiskutanten, ein paar Fragen stellen. Wer von Ihnen arbeitet im Gesundheitssektor, möchte ich einmal wissen. Bitte einmal Hand hoch. Okay, gut. Und wer von Ihnen hat schon mal einen Kugelschreiber oder einen Bonbon oder anderes Material von der Pharmaindustrie geschenkt bekommen? Okay, super. Ich bin Medizinstudentin in Kopenhagen und ich möchte Ihnen kurz sagen, was ich bei meinem letzten Krankenhausaufenthalt in Kopenhagen geschenkt bekommen habe. Und zwar ist das einmal so eine Schmerzskala, das ist von Targin. Und dann habe ich einmal so ein EKG, so eine EKG-Hilfsmittel, das ist auch richtig super, von Sanofi Aventis bekommen. Dann habe ich die Referenzwerte für verschiedene Blutgasanalysen geschenkt bekommen vom Radiometer. Und dann hier nochmal ein EKG-Gerät, man braucht nämlich zwei mindestens, von Ranexa. Und jetzt möchte ich Sie einmal fragen, wer glaubt, dass mich das später in meiner Medikamentenwahl beeinflussen wird? Aha, okay, super, danke. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ach so, ich soll mich jetzt erstmal vorstellen. Genau, ich bin Clara Mathiesen. Ich bin Medizinstudentin in Kopenhagen. Ich spreche aber Deutsch, wie ihr hören könnt. Ich bin Deutsche. Und ich arbeite seit 2 Jahren Freiwillige in der Organisation UAEM, Universities Allied for Essential Medicine. Und ich kann Ihnen gerne danach noch mehr darüber erzählen. Genau, und ich arbeite seit 4 Jahren in dem Bereich globale Gesundheit und habe mich jetzt die letzten 2 Jahre hauptsächlich mit Forschung und Entwicklung und Zugang zu Medikamenten beschäftigt. Gut, wie sehr schadet Big Pharma? Hilft Big Pharma? Oder wie sehr helfen Pharmaunternehmen? Dieter Lehmkuhl hat mir letzte Woche einen Artikel mit der Überschrift Pharmageddon geschickt und ich möchte Ihnen kurz die ersten Sätze des Artikels vorlesen. Der ist auf Englisch, ich hoffe, Sie verstehen es. Falls nicht, dann fragen Sie bitte Ihren Nachbarn, der hilft bestimmt gerne. Gut. Pharmageddon has been defined as the prospect of a world in which medicines and medicine produce more ill health than health. And when medical progress does more harm than good. Macht die Pharmaindustrie uns eher kränker als gesünder? Wie groß ist eigentlich der Einfluss der Pharmaindustrie auf unsere Gesundheit? Dies und andere Fragen möchte ich heute mit Ihnen und mit den Sprechern gemeinsam diskutieren. Gut, das ist ja ein sehr, sehr großes Thema, ein zu großes Thema. Das können wir nicht innerhalb von 2 Stunden klären, aber wir möchten es gerne versuchen. Wir haben das Thema in 3 Themenblöcke eingeteilt. Das eine ist Marketing, das andere Forschung und Entwicklung, das andere ist Konzeptbildung. Herr Becker-Brüsen wird zum Thema Marketing sprechen. Herr Becker-Brüsen ist Arzt und Apotheker. Er arbeitet seit 1976 bei der Arzneimittelinformation Berlin GmbH und ist seit 1996 Geschäftsführer der Gesellschaft sowie Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Arzneimitteltelegramm. Dann wird Christian Wagner-Alfs zum Thema Forschung und Entwicklung sprechen. Herr Wagner-Alfs ist Chemiker und Chefredakteur der Zeitschrift Gute Pillen, Schlechte Pillen. Er arbeitet seit 2001 für die NGO Buko Pharma-Kampagne mit Fokus auf Gesundheits- und Forschungspolitik. Und er war von 2005 bis 2011 im Vorstand von Health Action International Europe und seit 2011 ist er im Vorstand von Health Action International Global.
Dann wird Dieter Lehmkohl im dritten Vortrag oder in der dritten Diskussionsrunde, Einführungsrunde zum Thema Konzeptbildung sich äußern mit einem Beispiel aus der Psychiatrie. Dieter Lehmkohl ist Psychiater und Psychotherapeut in Rente. Er war ehemals Vorstandsmitglied der IPPNW. Zuletzt war er Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes in Reinickendorf und hat auch am Seminar Ad Word Retard mitgewirkt. Genau. Gut, dann möchte ich jetzt gerne das Wort übergeben an Herrn Becker-Brüser. Einfach nur reden. Prima, das gefällt mir. Ja, guten Abend. Eins möchte ich noch nachtragen. Der Arzneitelegramm ist ein Informationsdienst für Ärzte und Apotheker, also ein Spezialinformationsdienst. Und ich bin auch Mitherausgeber von Gute Pillen, Schlechte Pillen. Insofern arbeiten wir auch konkret zusammen. Ja, Pharmaindustrie brauchen wir alle, denke ich mir. Wir brauchen Arzneimittel, wenn wir Therapien. Das geht leider nicht alles ohne Arzneimittel. Aber wir wissen, glaube ich, alle, dass die Pharmaindustrie keine karikative Einrichtung ist, sondern gewinnorientiert arbeiten muss. Und die pharmazeutische Industrie arbeitet so gewinnorientiert, dass leider sehr häufig die Menschen, die menschliche Gesundheit in den Hintergrund gerät, weil es nämlich geht, das entwickelte Arzneimittel zu verkaufen. Und zwar mit Mitteln, die wir vielleicht noch ansprechen werden oder wahrscheinlich ansprechen werden, die gegen eine objektive Information sprechen. Marcia Angel, das ist die Herausgeberin eines sehr renommierten US-amerikanischen Medizinjournals gewesen, New England Journal of Medicine, hat mal gesagt, das Problem ist der Profit. Und sie meinen natürlich nicht den Profit, den die Firmen brauchen, um Tiefs und Hochs zu überstehen, sondern sie meint den maximalen Profit, der aus Produkten herausgezogen wird. Das sind Profits, die erlauben, dass die Firmen Strafzahlungen in den USA beispielsweise von 3 Milliarden Dollar aus der Tasche zahlen können, ohne Probleme. Beispielsweise die Firma GSK, weil sie Off-Label-Werbung gemacht hat oder Off-Label-Use, Off-Label-Anwendung, also außerhalb der Indikation, Arzneimittel empfohlen hat, was nicht zulässig ist. Und weil sie beispielsweise unerwünschte Wirkungen von Arzneimitteln, in dem Fall Rosiglitazon, das ist ein Antidiabetikum gegen Diabetes mellitus, verheimlicht hat. Oder beispielsweise die Firma Pfizer, auch Pfizer genannt, musste 2,3 Milliarden Dollar Strafzahlen in den USA, weil sie Schmiergeld gezahlt hat an Ärzte, damit sie Produkte verordnen, weil sie auch off-label, also außerhalb der Indikation, Arzneimittel empfohlen hat. Das sind alles Summen, die sind für uns astronomisch hoch. In Europa gibt es sowas eigentlich nicht. Die höchste Summe, die mir bekannt ist, war vor kurzem 40 Millionen Euro. In Frankreich, die französische Wettbewerbsbehörde verhängt hat, an Sanofi, weil man dort versucht hat, eine Desinformationskampagne bei der Einführung von Generika zu einem bestimmten Präparat Clopidogrel durchzuführen, nach dem Motto, der Arzt haftet, wenn er ein Generikum verordnet und da geht irgendwas schief. Deswegen muss er das Original verordnen, nämlich das von Firma Sanofi. Da haben wir schon zwei Marketing- oder mehrere Marketingaspekte gesehen, die eine große Rolle spielen. Das Verheimlichen von unerwünschten Wirkungen, das Empfehlen von Anwendungen von Arzneimitteln in Bereichen, die noch nicht zugelassen sind, die in der Regel dann auch medizinisch noch nicht so abgesichert sind. Und da kommen noch viele andere Aspekte hinzu, die eine Rolle spielen. Klinische Studien beispielsweise werden auch dem Marketingzwecken untergeordnet. So werden die klinischen Studien häufig schon vom Design an so angelegt, dass man das Produkt des Sponsors, also der Firma, die das Produkt vermarkten will letztendlich, um die es geht in dieser klinischen Studie, damit dieses Produkt besser abschneidet. Das kann man in vielen kleinen Nuancen manipulieren. Das ist eine Dosisfrage beispielsweise, ist eine Frage des Studiendesigns. Das ist auch eine Frage letztendlich, was man hinterher auch mit der Studie macht. Es wird auch immer gesagt, und das trifft auch zu, dass jede zweite Studie gar nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Die versacken irgendwo, die landen in den Tresoren der Firmen. Man kann auch das Ergebnis der Studien, die dann veröffentlicht werden, so beeinflussen, dass sie
aus einer erst negativen Studie dann positiv werden, indem einfach das Design nachträglich geändert wird, indem das, was untersucht wird, geändert wird, die Fragestellung wird geändert. Man kann solche Studien beeinflussen, indem man Ghostwriter ransetzt. Das heißt, nicht die Forscher schreiben die Studie, sondern ein Ghostwriter, der dann von der Firma genau einen Auftrag kriegt, was da drin zu stehen hat. Beispielsweise bei dem Grippemittel Oseltamivir, was auch in, zur Zeit der Schweinegrippe sehr in der Diskussion war. Da wurde dann dem Ghostwriter gesagt, ja, es muss Folgendes drin stehen letztendlich. Virusgrippe ist eine große Bedrohung für die Menschheit und Oseltamivir ist eins der Problemlöser dafür. Dann gibt es die Möglichkeiten, die Firmen nutzen, die auch in den Bereich des Marketings hineingehören. Ein Produkt bringt für die Firmen ja letztendlich in der ersten Phase besonders viel Geld, wenn das Patent noch nicht abgelaufen ist. Es geht jetzt unter anderem darum, auch wie kann man diese Patentlaufzeit verlängern. Da gibt es den Begriff Evergreening für. Es ist beispielsweise so, dass die Firma, es gibt ein Produkt, das ist ein Magenmittel, das heißt Omeprazol. Das hat die Firma Astra dann in einer speziellen Zubereitung in den Markt gebracht. Das ist dann wieder patentiert und wieder patentgeschützt. Eine Mumps-Zubereitung, wo dann die Wirkstoffe in ganz kleinen Kügelchen drin ist, wodurch eine besonders kontinuierliche Wirkstofffreisetzung gewährleistet sein soll. Und dann wiederum als weitere Patentverlängerung wird dann dieser Wirkstoff, der ein Racemat ist, das ist also ein bisschen schwierig, wenn nicht alle Fachkreise sind. Das ist eine Mischung aus rechts- und linksdrehenden Wirkstoffen. Da kann man eins von isolieren, da hat man einen linksdrehenden Wirkstoff. Das wird dann als Wirkstoff, als wirksamer Prinzip gesehen. Und das wird dann als S, also als linksdrehendes Omeprazol, also Esomeprazol, wieder neu vermarktet und hat wieder ein neues Patent. Und es kann dann weiterhin zu Hochpreisen verkauft werden. Und es wird dann letztendlich werden Studien damit gemacht, wo dann wieder andere Tricks gemacht werden. Da werden ungleiche Dosierungen gemacht. Da wird also das alte Omeprazol mit dem neuen S-Omeprazol verglichen, aber das S-Omeprazol in einer höheren Dosierung schneidet also besser ab. Zwar nicht viel, aber immerhin. Und das genügt letztendlich, um den Ärzten sagen zu können, Leute, S-Omeprazol ist ja viel besser als Omeprazol und verordnet lieber S-Omeprazol, das ist für die Patienten besser. Und nicht keine Generika, denn die sind ja billig und sind out. Das ist ja Substanz von gestern. Heute heißt das Mittel S-Omeprazol. Da gibt es viele andere Substanzen oder Vergleiche, oder ähnliche Vergleiche oder ähnliche Beispiele. Beispielsweise ein Stoff, der im Körper abgebaut wird, den kann man dann quasi den im Körper abgebaut wirksam werdenden Stoff nehmen. Beispielsweise Risperidon ist ein Stoff, der im Körper zu einem anderen Stoff abgebaut wird, der heißt Paliperidon. Man hat zuerst Risperidon eingeführt und als das Patent drohte abzulaufen, hat man Paliperidon nachgeschoben, wiederum mit der Behauptung, es hätte besondere Vorteile. Eine andere Sache, die für das Marketing der Firmen besonders wichtig ist, und das ist eigentlich ganz erstaunlich, dass die Ärzte das gefressen haben, ist, dass man Studien mit sogenannten Surrogatparametern macht, Hilfskriterien. Man misst beispielsweise den Blutdruck, man misst den Cholesterinspiegel, man misst letztendlich Dinge, die man im Labor leicht messen kann. Die Studien sind dadurch billig. Es reichen schon kurze Studien von wenigen Wochen und Monaten, um signifikante, also statistisch fassbare Unterschiede festzustellen. Aber man weiß letztendlich gar nicht, ob der Mensch davon profitiert. Man nimmt doch kein Bluthochdruckmittel, damit der Blutdruck sinkt, sondern man nimmt ein Bluthochdruckmittel, damit man besser lebt, damit man länger lebt, damit man keine Schlaganfälle kriegt, damit man keinen Herzinfarkt kriegt oder das Risiko zumindest reduziert. Und das muss geprüft werden, bevor ich sagen kann, das ist ein Arzneimittel, das mir nützt oder was dem Patienten nützt. Und das ist aber teuer, denn das sind Studien, die müssen lange gemacht werden, zum Teil jahrelang. Da braucht man größere Patientenzahlen für. Aber das ist letztendlich die Frage, die hinter jedem Arzneimittel stehen muss, Abwägung von Nutzen und Schaden und nicht, ob irgendwelche Laborwerte verändert werden. Abwägen von Nutzen und Schaden im Hinsicht auf die Langzeitnutzen für den Patienten. Und ein Beispiel sind für diesen Aspekt
eigentlich alle neueren Antidiabetika, Diabetesmittel. Seit 10 Jahren gibt es neue Wirkstoffgruppen gegen Diabetes. Die senken alle das HbA1c, das gilt als Messlatte für Diabeteserkrankungen. Aber für alle diese Mittel ist nicht belegt, dass die Menschen weniger Schlaganfälle, weniger Herzinfarkte haben. Und das wäre aber letztendlich das zu fordernde. Denn trotzdem, obwohl dieses HbA1c senken, also formal wirksam sind, können sie oder gibt es Indizien dafür, dass sie den Menschen schädigen können, beispielsweise durch unerwünschte Wirkungen wie Pankreatitis, also Bauchspeicheldrüsenentzündung und vielleicht sogar mit Pankreaskrebs. Also das sind Effekte, die man in diesen Kurzzeitstudien nicht erfassen kann, aber erfassen könnte, wenn man entsprechende Langzeitstudien macht. Ja, ich denke, wir können noch einige Beispiele bringen, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe. Noch 2 Minuten. Okay. Ein ganz besonderer Aspekt ist Marktrücknahmen aus Gründen des Marketings. Machen wir es ganz konkret. Es gibt ein Mittel gegen Psoriasis, Schuppenflechte, Fumaderm, das ist eine Mischung aus verschiedenen Fumarsäuresalzen. Das wollte man eigentlich ersetzen durch ein reines Fumarsäureesterpräparat. Das hätte einen Effekt gehabt, es wäre wahrscheinlich oder hätte weniger Nebenwirkungen. Nun ist dann der Hersteller aufgegangen in eine größere Firma und die größere Firma hatte andere Ziele. Sie hat also das Präparat so gelassen, wie es ist. Das bleibt als Fumaderm im Handel. Und dieses Fumarsäure-Dimethylester, dieser eine Wirkstoff, der soll gegen MS eingeführt werden, und zwar in Kürze Multiple Sklerose eingeführt werden. Es ist da wohl auch wirksam, aber es wird mit Sicherheit, das weiß man noch nicht, aber mit ziemlicher Sicherheit zu einem extrem höheren Preis eingeführt werden als das alte Fumaderm. Das Fumaderm bleibt also bestehen. Es hätte eigentlich durch ein Einstoffpräparat ersetzt werden können, mit dem Vorteil weniger Nebenwirkungen für die Psoriasis-Kranken, vielleicht sogar ein bisschen billiger sein können, aber das Preisniveau bei den Multiple Sklerosemitteln ist 5-mal so hoch wie das Preisniveau der Mittel gegen Psoriasis. Das heißt, die Firmen profitieren dadurch, dass sie einen bekannten Wirkstoff für eine neue Indikation in einem neuen Preisniveau einführen. Bei anderen Indikationen hat man eine Indikation ganz gestrichen, beispielsweise Alemtuzumab bei einer bestimmten Leukämieerkrankung, aus dem Markt genommen. Und ersetzt letztendlich ebenfalls durch ein neues Mittel gegen Multiple Sklerose, wo auf dem Milligrammbereich der Preis dann 20-mal so hoch ist wie bei dem alten Mittel gegen Leukämie. Das sind so Strategien, um aus dem vorhandenen Material, um aus den vorhandenen Wirkstoffen noch mehr Geld zu machen. Schon vor, ich glaube, in den 1970er Jahren habe ich so eine Marketingbroschüre gesehen von Ziba Geigy, die Firma ist heute in Novartis aufgegangen. Da war so ein Bildchen drauf, auf der Titelseite so eine Strichzeichnung, wie ein Männchen eine Zitrone auspresste. Und darunter stand mehr Profit aus existierenden Produkten. Das war eine Broschüre, mit der man angekündigt hatte, dass man Nitroglycerin, das ist ein Herzmittel, jetzt nicht nur als Kapseln und als Spray, sondern auch als Pflaster anbieten wollte. Die Pflaster waren natürlich viel teurer als die ehemaligen Kapseln. Also mehr Profit aus bestehenden Produkten. Der Mensch hat davon in dem Fall nichts gehabt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Gut, sind gerade irgendwelche Unklarheiten, Kommentare, kurze Fragen ganz konkret zu Herrn Becker? Wir haben nach den 3 Vorträgen auch noch Zeit zu diskutieren, aber wenn es jetzt ganz doll unter den Fingern kribbelt, dann können wir vielleicht 2-3 Fragen jetzt auch schon nehmen. Das ist nicht der Fall. Gut, dann gehen wir weiter. Herr Wagner-Alf, Sie werden zu dem Thema Forschung und Entwicklung sprechen. Gut, und ich werde Ihnen einfach ein paar Fragen stellen, die Sie dann antworten. So haben wir das abgesprochen. Genau. Wie hat sich die Rolle der Pharmaindustrie in
nochmal von vorne. Die Rolle der Pharmaindustrie in Forschung und Entwicklung. Wie hat sich die Rolle verändert in den letzten Jahrzehnten? Ja, das ist eine gute Frage und ich bin mir eigentlich gar nicht so sicher, ob sich die Rolle der Pharmaunternehmen wirklich verändert hat. Wolfgang Becker-Brüse hat ja am Anfang schon ganz treffend angemerkt, die Aufgabe der Unternehmen ist es, Gewinne zu machen und jeder Pharma-Manager, der nicht dafür sorgt, dass ein Unternehmen Gewinne macht, ist ein schlechter Manager und ist eigentlich völlig fehl am Platze. Von daher ist ja die Frage, was wir von den Unternehmen erwarten und das ist die Linie, die die Pharmaunternehmen in den letzten Jahrzehnten eigentlich konsequent durchgezogen haben, dass sie ihre Produktlinien und damit auch ihre Forschung und Entwicklung so ausrichten, dass sie gute Gewinne machen können. Was sich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren etwas verändert hat, ist so die Berücksichtigung von Krankheiten, die vielleicht in Entwicklungsländern auch eher eine Rolle spielen. Da werde ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber um die Frage, was sich so wirklich verändert hat, auch ein bisschen genauer anzugucken, muss ich erstmal ein ganz klein bisschen ausholen und die Frage erstmal nur einen kurzen Abriss geben, wie funktioniert überhaupt die Forschung und die Entwicklung eines Medikamentes, weil wie wir heute die Pharmaunternehmen großteils, denke ich, wahrnehmen, ist, man bekommt das Produkt in der Apotheke, was von einem Unternehmen hergestellt wird, in vielen Fällen eben exklusiv, Alleinanbieter, aber man weiß ja nicht gar nicht, wie es überhaupt dazu kam, dass das Medikament auf den Markt kam. Gehen wir mal ganz an den Anfang. Ganz banales Beispiel, wenn man ein Medikament für eine bakterielle Infektion entwickeln will, dann muss man ja erstmal verstehen, was ist überhaupt die Krankheit, wie funktioniert der Krankheitserreger, die Bakterien. Und das ist eben die sogenannte Grundlagenforschung, die dann guckt, wie funktioniert der Stoffwechsel, beispielsweise welche Chemikalien könnten an bestimmten Stellen angreifen und den Stoffwechsel stören, sodass man die Infektion stoppen kann. Das ist eine Grundlagenforschung. Und die findet erstaunlicherweise eigentlich praktisch nicht in den Unternehmen statt. Die haben sich in den 80er Jahren komplett aus diesem Bereich eigentlich ausgeklinkt, sondern sie findet nahezu vollständig in öffentlich finanzierten Forschungseinrichtungen statt. In Deutschland eben Universitäten, Max-Planck-Institute, Helmholtz-Institute etc. Wenn man dann entsprechende Substanzen oder entsprechende Wirkmechanismen gefunden hat, dann geht es daran, das Ganze zu optimieren. Da kommt man langsam in den Prozess der Entwicklung. Wenn man dann, das gibt dann erst Studien im Labor, schließlich klinische Studien am Menschen. Und je weiter man in diese Produktnähe kommt, desto stärker tritt dann die Pharmaindustrie in Aktion. Und am Schluss, wenn es darum geht, das Produkt auf den Markt zu bringen, dann sind es wirklich nur noch Pharmaunternehmen, die da aktiv sind. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie ist das Ganze jetzt verteilt von öffentlicher Beteiligung und industrieller Beteiligung, da ist ganz klar, der Bereich der Grundlagenforschung ist ganz stark öffentlich und das macht finanziell ausgedrückt etwa 40% der Kosten, die in der ganzen Forschung investiert werden, sind eben öffentliche Gelder. Also von daher ist es wichtig, nicht nur zu gucken, wie hat sich die Rolle der Pharmaindustrie verändert, sondern auch, welche Rolle spielt die öffentliche Forschung. Gut, nächste Frage. Wie innovativ ist die Forschung der Pharmaindustrie und ist Forschung und entwicklungsbedarfsgerecht? Ja, die Forschung der Pharmaindustrie ist natürlich in dem Sinne innovativ, da sie neue Produkte auf den Markt bringt, aber wir haben ja schon einige Beispiele gehört, die zeigen, dass lange nicht alles, was neu auf den Markt gebracht wird, wirklich auch einen Vorteil bringt. Innovativ heißt ja neu, aber neu bedeutet nicht zwangsläufig besser und das ist das, was man ja in Studien prüfen muss. Ein Bereich, der ganz stark vernachlässigt wird, das sind wirklich so die Krankheiten, die Entwicklungsländer betreffen. Man spricht hier von vernachlässigten Krankheiten. Das sind Infektionskrankheiten, in der Regel tropische Infektionskrankheiten, die hauptsächlich auch aus klimatischen Gründen bei uns einfach nicht vorkommen, aber in Entwicklungsländern sehr stark vertreten sind. Und das sind Krankheiten, die immerhin 4/5 der Weltbevölkerung betreffen, weil die meisten Menschen leben eben in tropischen oder subtropischen Regionen. Und da herrschen oft sind die Menschen auch mit ganz anderen Krankheiten konfrontiert wie hier. Und das ist so ein bisschen ein Dilemma, dass dieser Bereich eben, weil er kommerziell eigentlich nicht interessant ist, weil viele der Menschen nicht über eine ausreichende Kaufkraft verfügen,
in diesem Bereich wird viel zu wenig geforscht. Da haben sich auch die Unternehmen in den 80er Jahren nach und nach ausgeklinkt, wirklich auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil da keine Gewinne zu erwarten sind. Und da ist was, wo langsam jetzt wieder Bewegung reinkommt. Aufgrund großen öffentlichen Drucks müssen die Unternehmen auch handeln und beteiligen sich auch stärker jetzt an solchen Projekten, die in diesem Bereich entstanden sind. Aber das ist mengenmäßig eigentlich ein relativ kleiner Bereich. Also das ist ein Bereich, wo wirklich ein sehr großer Innovationsbedarf ist. Wir brauchen unbedingt Medikamente gegen Krankheiten in Entwicklungsländern und Medikamente, Behandlungen, die auf die Bedürfnisse von Entwicklungsländern zugeschnitten sind. Und da ist großer Nachholbedarf. Und wer finanziert und macht Forschung? Wie wirkt sich die Finanzierung und Forschungsinhalte und Ergebnisse aus? Wer finanziert die Forschung? Ich habe ja eine wesentliche Zahl vorher schon genannt. Also so im Durchschnitt kann man davon ausgehen, dass etwa 40% der Forschung und Entwicklung für Arzneimittel und analoge Gesundheitsprodukte aus öffentlicher Finanzierung stammen. Und in Bereichen der vernachlässigten Krankheiten, also die für Entwicklungsländer relevant sind, da ist der Anteil wesentlich höher. Da sind es 60 oder noch mehr Prozent. Oder es gibt Extrembeispiele, wie beispielsweise die Entwicklung von HIV-Impfstoffen. Da ist der öffentliche Anteil über 90%. Das ist also ein Bereich, da ist die Industrie auch aktiv, also Impfstoffhersteller sind in diesem Bereich, engagieren sich stark. Das sind wirklich große Probleme, also auch wissenschaftliche Probleme, dass es noch keinen Impfstoff gegen HIV und AIDS gibt. Da wird viel dran gearbeitet, aber die Frage der Finanzierung eben, das sind hauptsächlich öffentliche Gelder. Weil auch klar ist, wenn so ein Impfstoff hinterher auf den Markt kommt, muss er so günstig wie möglich sein, weil er muss ja wirklich auch möglichst eigentlich weltweit in großen Mengen angewendet werden, um Wirkung zu zeigen. Und das zeigt natürlich jetzt hier auch ein Grunddilemma. Wenn wir ein Produkt haben, das ganz dringend und in großen Mengen gebraucht wird und öffentlich verfügbar sein soll, dann muss es auch günstig sein. Und das ist eben das Dilemma zwischen dem Gewinnanspruch und der Gewinnverpflichtung, die eigentlich Unternehmen haben, und den gesundheitspolitischen Bedürfnissen auch. Gut, die Kosten von Forschung und Entwicklung. Ist Forschung und Entwicklung so teuer, wie Pharmaunternehmen behaupten, insbesondere klinische Studien? Die Kosten, ja, von welchen Kosten sprechen wir hier? Man hört in Publikationen der Pharmaunternehmen oder auch von der Presse entsprechend wiedergegeben, liest man sehr oft, die Entwicklung eines Medikamentes ist sehr teuer, kostet 800 Millionen Euro oder 1 Milliarde oder auch mehr. Da liest man die interessantesten Zahlen. Das Ganze ist natürlich eine Rechtfertigung dafür, dass die Medikamente dann teuer auf den Markt gebracht werden. Und es ist insoweit korrekt, dass die Entwicklung eines Medikamentes Geld kostet. Gut, aber wie bereits gesagt, es gibt auch eine ganze Menge öffentliche Anteile an den Forschungskosten. Und wenn man da jetzt eine vernünftige Rechnung macht, kommt man auf durchschnittliche Kosten zwischen 100 und 250 Millionen Euro pro neues Medikament. Das schließt auch schon die Fehlschläge ein. Also nicht jedes Medikament wird ja bis zur Marktreife auch entwickelt. Und die Kosten ließen sich deutlich auch noch weiter senken, wenn nicht viel Forschungsmittel investiert würden in diese Pseudo-Innovation, von denen vorher schon die Rede war. Da ist wahrscheinlich, gut, wenn ich jetzt ein Enantiomer rauspicke aus einem Racemat, dann ist die Forschungskosten sind dann nicht so hoch, wie wenn ich ganz bei der Grundlagenforschung beginnen muss. Aber die Grundlagenforschung ist ja in vielen Bereichen öffentlich. Ja. Und das ist also schon ein ganz wichtiger Punkt. Also da bin ich immer sehr vorsichtig, wenn es darum geht, das Argument, Forschung ist wahnsinnig teuer, deswegen müssen die Medikamente so teuer sein. Ja? Das widerspricht sich einfach auch mit den enormen Gewinnen, die Unternehmen haben. Und eine Zahl, die, glaube ich, bisher noch nicht gefallen ist, dass Unternehmen im Durchschnitt doppelt so viel Geld für Marketing ausgeben, wie sie für die Entwicklung neuer Produkte ausgeben. Und das zeigt ja einfach auch ein Missverhältnis. Das Marketing müsste nicht so aufwendig sein, wenn die Produkte ganz wichtig wären, weil dann würden sie sich praktisch selbst bewerben. Also diese Kostendiskussion, was die Firmen angeben, also 800 Millionen Euro, Milliarden,
800 Millionen Euro pro Arzneimittel im Durchschnitt oder 1,2 Milliarden im Durchschnitt. Das sind Zahlen, die beruhen ausschließlich auf Eigenangaben der pharmazeutischen Firmen. Sie sind nicht validiert, also nicht überprüft. Sie sind auch keine Durchschnittsangaben, sondern die gelten allenfalls für unter den Kriterien der pharmazeutischen Industrie für ganz besonders teure Arzneimittel. Und da sind ganz abstruse Preisangaben mit drin. Da ist zum Beispiel drin die entgangenen Gewinne, wenn das Geld woanders angelegt worden wäre. Oder das macht fast die Hälfte aus. Also als wären die Banken oder Fondsmanager oder sonst was. Also wirklich ganz abstruse Beträge sind da drin. Und man weiß letztendlich auch gar nicht, was die Firmen alles zur Forschung dazu rechnen. Die Managergehälter, die Marktforschung oder alles. Es ist vollkommen intransparent und es sind reine Fantasiezahlen. Die dienen ausschließlich dem als Beleg dafür oder als Angabe dafür, dass Arzneimittel, wie du sagst, es so teuer sein sollen. Gut, weiter. Möchtest du noch mal was zum Zugang für Forschung und Entwicklung sagen? Oder? Ja, Zugang zu Produkten, also nicht Zugang zu Forschung und Entwicklung, sondern Zugang zu den Produkten, die am Schluss rauskommen, sprich eben Medikamente oder Impfstoffe. Das ist auch etwas ganz Entscheidendes, was in der Diskussion unbedingt berücksichtigt werden muss. Wenn die Medikamente am Schluss so teuer sind, dass sie für viele Menschen gar nicht mehr bezahlbar sind, dann haben wir in der Tat ein Riesenproblem. Wenn ich davon ausgehe, dass enorme öffentliche Investitionen schon in der Forschung enthalten sind und am Schluss kann die Öffentlichkeit, also sprich die Bürgerinnen und Bürger, die Medikamente praktisch schon gar nicht mehr erhalten, weil die Kosten das Gesundheitssystem sprengen, da ist da ganz grundsätzlich ein Wurm in der Sache drin. Und das ist jetzt nicht nur ein Problem für die armen Länder, dass ich sagen kann, Menschen in Entwicklungsländern können sich Medikamente für 1.000 Euro die Packung nicht leisten. Das wird keiner bestreiten. Aber das betrifft ja durchaus auch schon die Situation hier in Europa. Griechenland kennen alle, wo das Gesundheitssystem am Kollabieren ist. Viele Krankenhäuser schon gar nicht mehr mit Medikamenten beliefert werden. Und bei uns ist es ja auch immer mehr ein Problem, die teuren Kosten. Also das ist was wir auf jeden Fall auch in der Diskussion nach Alternativen auch hinterher unbedingt berücksichtigen müssen. Ich denke, das wird ja auch ein Punkt sein, wo wir nachher schauen müssen, was wären Möglichkeiten, um die Probleme zu lösen, die wir jetzt erstmal anreißen. Einen Nachtrag. Du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt, ich glaube, der ging unter. Neu ist nicht gleich besser. Weil das ist ein riesiger Irrtum, den viele Menschen haben. Man kennt das vom Auto her, da ist ein neues Auto in der Regel viel besser als das alte. Ein neues Arzneimittel ist in der Tat, weiß man gar nicht, was man da an besseren, vielleicht an schlechteren bekommt. Und auch die Zulassung eines Arzneimittels ist keine Gewähr dafür, dass das Arzneimittel besser ist als das, was schon am Markt ist. Es kann besser sein, es kann aber auch grottenschlecht sein, es kann richtig schädlich sein und trotzdem eine Zulassung bekommen haben, weil man die unerwünschten Wirkungen aufgrund der relativ kleinen Probandenzahl oder Patientenzahl, die in die Studien eingehen, noch gar nicht finden kann, wenn es sich um seltene, aber auch lebensbedrohliche Reaktionen handelt. Ja, bevor wir dann an Dieter Lehmkuhl übergeben, möchte ich doch auch die Bereiche Forschung und Entwicklung, Zugang zu Medikamenten und Marketing auch nochmal zusammenführen, um mal so ein bisschen die internationale Dimension auch aufzuzeigen. Die Buco Pharma Kampagne, eine NGO, die sich mit dem Thema Zugang zu Arzneimitteln und eine gerechte Arzneimittelversorgung weltweit auseinandersetzt. Wir untersuchen seit Anbeginn, also seit 30 Jahren, so immer im 5-Jahres-Rhythmus das Arzneimittelangebot von deutschen Firmen in Entwicklungsländern. Und wir haben jetzt unsere Strategie ein bisschen geändert vor kurzem und gucken uns jetzt spezifische Länder an. Wir haben zum Beispiel vor 8 oder 9 Jahren haben wir das Geschäftsverhalten von dem Unternehmen Bayer und dem Unternehmen Boehringer Ingelheim, also zwei Unternehmen aus Deutschland, in Indien untersucht. Und das Gleiche haben wir jetzt auch vor 3 Jahren in Brasilien gemacht und momentan machen wir das Ganze auch in Uganda, um dann auch so einen Vergleich machen zu können über die Zeit weg. Und was sind die Fragen, die wir angucken? Zum einen,
was investieren die Unternehmen in den entsprechenden Ländern in Forschung und Entwicklung. Ein Stichwort, das vorher gefallen ist, klinische Studien, also Tests, Medikamente an Menschen testen, ist ein ganz wichtiger Teil in der Entwicklung eines neuen Medikamentes. Und es ist unbestritten, dass immer mehr diese Studien auch in Entwicklungsländern stattfinden oder auch in Schwellenländern. Also Brasilien ist ja nicht gerade das ärmste Land, hat auch eine relativ starke eigene Pharmaindustrie inzwischen schon. Und auch die Unternehmen Bayer und Boehringer Ingelheim führen Studien in Brasilien durch, was prinzipiell nichts gegen einzuwenden ist. Aber muss man mal gucken, zu welchen Krankheiten werden dort Medikamente getestet. Das sind zum Beispiel Medikamente für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder für psychiatrische Erkrankungen. Und das sind Medikamente, die durchaus sinnvoll sein können, aber man kann davon ausgehen, dass die allermeisten Menschen in den Ländern sich diese Medikamente hinterher nie leisten werden können, weil die dann so teuer sind, dass sie auch in Brasilien nur für einen geringen Bruchteil der Bevölkerung eben die Menschen, die eigentlich privat versichert sind oder die Medikamente auch selbst bezahlen, dass die sich diese Medikamente leisten können. Das kann man deswegen auch schon schlussfolgern, wenn man sich anguckt, welche Medikamente diese Unternehmen werden im staatlichen Gesundheitssystem in Brasilien abgegeben. Dazu muss man wissen, es gibt ein relativ starkes, also vergleichsweise starkes zu anderen Ländern, öffentliches Gesundheitssystem in Brasilien. Und jeder Brasilianer, jede Brasilianerin hat grundsätzlich ein Anrecht auf eine kostenlose Gesundheitsversorgung. Das ist gesetzlich garantiert. Und Medikamente aus Deutschland sind im Arzneimittelsortiment dieser öffentlichen Einrichtung fast nicht vertreten, weil das einfach in vielen Fällen viel zu teuer ist. Ja. Das ist also ein Bereich, den wir näher angeguckt haben. Da gibt es entsprechende Publikationen, die auf unserer Webseite auch kostenlos heruntergeladen werden können. Da kann man das alles im Detail nachlesen. Und dritter und vorletzter Punkt, den wir angeguckt haben, also nach der Frage, was wird erforscht, sind die Medikamente dann auch anschließend verfügbar? Dann die Frage, welche Medikamente werden überhaupt angeboten? Das sind zwei wichtige Entscheidungskriterien. Erstens handelt es sich um unentbehrliche Medikamente. Das ist eine Definition der Weltgesundheitsorganisation. Und das sind also die Medikamente, die wirklich ganz wichtig sind, um die wesentlichen Krankheiten zu behandeln. Und ich muss hier gerade mal auf meinen Spickzettel gucken. Vom Sortiment von Bayer sind 20% unentbehrliche Medikamente, von Boehringer Ingelheim 10% unentbehrliche Medikamente, also immerhin. Wesentlich schwerwiegender finde ich dann nicht noch die Frage, was sind irrationale Medikamente, die angeboten werden. Das ist eine auch wichtige Unterscheidung. Rationale Medikamente sind Medikamente, wo Nutzen und Risiko in einem akzeptablen Verhältnis stehen. Das kann je nach Krankheit ganz unterschiedlich ausfallen. Und auch eine Frage eben, wie gut das Ganze auch wissenschaftlich belegt ist, dieser Nutzen. Und was durch dieses Sieb durchfällt, das wird als irrationales Medikament bezeichnet und das sollte man als Arzt eigentlich besser gar nicht verschreiben. Und wenn man jetzt guckt, Boehringer Ingelheim hat 53% irrationale Medikamente im Markt und das ist eine Zahl, wo sich, seit wir solche Untersuchungen machen, in den letzten 30 Jahren eigentlich nicht viel geändert hat. Ja. Bayer hat 37% irrationale Medikamente auf dem Markt in Brasilien und das ist eigentlich immer noch viel zu viel. Und der letzte Punkt, den wir untersucht haben, sind Marketingpraktiken und da passiert auch in Brasilien eine ganze Menge, was auch nicht immer unbedingt gesetzeskonform ist. Und damit möchte ich es eigentlich erstmal belassen jetzt. Gut, vielen Dank. Auf die letzten Fragen, möchtest du dazu noch was sagen oder sollen wir einfach weitergehen zu? Gut, ich stelle sie einfach mal. Welche Rolle spielt denn das Patentsystem? Das Patentsystem spielt eine ganz wichtige Rolle in diesem ganzen Themenkomplex. Warum reden wir hier über Patente? Ganz einfach deswegen, weil jedes Medikament, das auf dem Markt ist,
mindestens einem Patent unterliegt. In der Regel sind es wesentlich ganz viele Patente, weil dann wird nicht nur der Wirkstoff patentiert, da wird die Formulierung, also die Zubereitung wird patentiert, die Farbe wird patentiert, keine Ahnung. Also man kann ganz viel patentieren. Und das Ganze dient dazu, um demjenigen, der das Medikament auf den Markt bringt, ein exklusives Herstellungs- und Vermarktungsrecht zu geben. Die Begründung, die hinter diesem Konzept steckt, ist, dass wer etwas auf den Markt bringt, ja Geld investieren musste in die Entwicklung und diese Kosten hinterher wieder reinspielen muss. Und wie wir vorher schon gehört haben, sind Medikamente oft eben sehr teuer und das ist eben deswegen möglich, weil die Medikamente mit Monopolen, mit Patenten versehen sind. Und wenn es keine Konkurrenz gibt, kann man den Preis ja in nahezu beliebiger Höhe festsetzen. Und das Problem, also das ist diese entscheidende inhaltliche Kopplung, dass eben Patentschutz zu Monopol und damit eben zu hohen Preisen führt. Und das ist so eine Zwangsläufigkeit, die wir unbedingt irgendwie durchbrechen müssen, wenn wir dafür sorgen wollen, dass Medikamente günstiger auf den Markt kommen. Ein anderes Problem ist, dass dieser Patentanreiz dafür sorgt, dass eben ja ständig wieder neu patentiert wird und eben Medikamente auf den Markt gebracht werden, diese Pseudo-Innovation oder Scheininnovation, Patent-Evergreening, was dazu führt, dass einfach mit dem Mittel des Patentschutzes immer wieder neue unsinnige Produkte auf den Markt gebracht werden. Deswegen gibt es momentan auch eine große internationale Debatte, ob man nicht auch andere Anreize schaffen könnte, um neue Medikamente zu entwickeln, die ohne ein Patent auskommen oder die anders mit Patenten umgehen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass trotz exklusivem Herstellungsrecht die Medikamente günstiger auf den Markt gebracht werden. Da gibt es eine ganze Reihe Alternativmodelle. Es geht also nicht nur darum, jetzt Patent ist gut oder Patent ist böse. Es gibt einen ganzen Strauß an Möglichkeiten, auch irgendwie Abstufungen oder anderen Umgangsweisen damit. Das würde jetzt viel zu weit führen, die im Detail zu diskutieren. Deswegen nur so viel. Also da gibt es eine große internationale Diskussion, auch bei der Weltgesundheitsorganisation. Und man hat sich jetzt geeinigt, verschiedene Alternativmodelle, alternative Forschungsanreize in Pilotstudien zu testen. Und das ist so jetzt der Entscheidungsprozess, der in den nächsten Monaten und auch Jahren stattfinden muss, wirklich jetzt mal solche neuen Dinge auszuprobieren und zu gucken, funktioniert sowas oder funktioniert es nicht. Ja, vielen Dank. Gibt es gerade noch irgendwelche Fragen? Ja, ich gebe Ihnen einmal das Mikrofon. Testen Sie eigentlich auch Ihre Medikamente an Tieren aus, bevor Sie es dem Menschen übergeben? Tierversuche, wie stehen Sie dazu? Also, wir testen natürlich keine Medikamente. Wir sind eine politische Organisation, aber die Pharmaunternehmen, die sind auch gesetzlich verpflichtet, Tierversuche durchzuführen. Das ist gesetzlicher Standard und das gilt für alle Unternehmen weltweit. Und das ist, denke ich, auch notwendig, dass man sowas im Labor und an Tierversuchen erstmal testet, bevor man es dann an Menschen probiert. Das ist also etablierter Standard. Gut, wobei es allerdings Strategien gibt, die Tierversuche zu reduzieren. Das ist also mehr und mehr Modelle zu entwickeln, die Tierversuche überflüssig zu machen. Das finde ich einen ganz wichtigen Schritt dabei. Aber ich glaube, in gewissen Bereichen sind Tierversuche derzeit nicht zu umgehen, sonst machen wir direkt Menschenversuche. Aber die Aussagekraft der Tierversuche ist auch beschränkt, das muss man auch sehr deutlich sagen. Gibt es andere Kommentare, Unklarheiten? Mein Name ist Rainer Ziebeil. Gestatten Sie mir zwei Bemerkungen oder drei Bemerkungen. Ich will ja keinen Co-Vortrag halten, um Gottes Willen. Ich bin auch nicht Freund der Pharmaindustrie, sondern ich bin von einem Kostenträger und wurde dort 50 Jahre beschäftigt und zuletzt 30 Jahre lang im Vertragsbereich. Was mir bei Ihnen auffällt, ist, dass Sie immer wieder sagen, dass die Pharmaindustrie den größtmöglichen Profit herausziehen will. Und ich kann Ihnen nur sagen, in den letzten 30 Jahren hat mich das auch jedes Jahr geärgert, wenn die Steigerung der beitragspflichtigen Einnahmen 3 oder 4% war, die Ausgaben für die Arzneimittelaufwendungen sind um 8, 10, 15% gestiegen.
Man hat versucht, dieses Problem jahrzehntelang in den Griff zu bekommen. Die letzte Bundesregierung hat dabei gute Sachen auf den Weg gebracht, zum Beispiel das Arzneimittelneuordnungsgesetz. Und Sie sagen, dass die Pharmaindustrie im Augenblick Bestandsmarkt schon, aber bei neuen Arzneimitteln nicht ohne weiteres Preise festsetzen kann, wie sie will. Sondern da gibt es im Gesetz den Paragraph 130b SGB 5 und danach muss der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung und das Pharmaunternehmen die Preise aushandeln. Und das haben sie ja jetzt schon bei 35, 40 Preisen gemacht. Gerade heute war ja wieder in der Zeitung zu lesen, dass der GBA, der Gemeinsame Bundesausschuss, insbesondere im Arzneimittelbereich, morgen tagt da ja wieder, festgestellt hat, dass vielfach kein Zusatznutzen bei neuen angeblich innovativen Arzneimitteln festzustellen ist. Und insoweit können auch die Firmen nicht mehr nehmen, was sie wollen. Was mir auch fehlt, das meine ich, müsste auch zum Thema hören, dass wir, wenn wir rund 30 oder 31 Milliarden Ausgaben an Arzneimittel im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung haben, dass wir davon ungefähr 5 bis 6 Milliarden einsparen würden. Warum? Wir können es darin einsparen, nicht nur über die Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 106 und so weiter, dass der Staat an seinen kranken Bürgern eine Menge verdient. Wir und Dänemark, denn Sie studieren ja in Dänemark, sind die einzigsten Länder in Europa, die die volle Mehrwertsteuer auf Arzneimittel erheben. Das ist meines Erachtens eine Forderung, die man viel mehr durchdrücken muss oder dass man die Mehrwertsteuer halbiert oder ganz abschafft. Also es gibt schon Möglichkeiten, dass neue Medikamente nicht so ohne weiteres, deswegen widerspreche ich Ihnen, auf den Markt kommen, wenn der Zusatznutzen nicht belegt ist. Sie kennen das E-Quick und was es dazu alles gibt. Ich will das nicht weiter ausführen. Mhm. Aber das sind Dinge, die müssten eigentlich hier mit einfließen, aus meiner Sicht. Es sind noch zwei Kommentare und dann können Sie antworten. Ja, einmal da drüben und dann hier vorne. Mein Name ist Hella Berger und was ich immer wieder vermisse, geht in die Entwicklungskosten auch das Training der Pharmavertreter ein. Denn ich meine, mit denen kann man ja heutzutage nicht mehr diskutieren, die haben keine Ahnung, sondern die kommen einem immer vor, als wenn sie ein Band implantiert hätten, was sie dann runterspudeln. Und im Zusammenhang mit Brasilien fehlt mir der Hinweis auf Korruption, was dort eine ziemliche Rolle spielen sollte. Gut, und jetzt hier vorne nochmal und dann können Sie antworten. Ja, mein Name ist Norbert Schellberg. Ich bin grüner Kreisvorsitzender in Steglitz-Zehlendorf, aber beruflich beim Verband der Forschenden Pharmaunternehmen beschäftigt. Das der Transparenz wegen. Mich hat auch gewundert, dass Sie zum Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz hier gar kein Wort verloren haben, weil die Frage der Nutzenbewertung ja jetzt geklärt ist gesetzlich. Es wird ja jedes Medikament, wenn es auf den Markt kommt, einer frühen Nutzenbewertung unterzogen und auch die Preise werden ja nicht mehr von den Firmen festgesetzt, sondern in Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband. Von daher ist das Thema doch jetzt eigentlich vom Tisch. Das wäre meine eigene Frage. Und die andere Frage ist, wenn die Pharmafirmen behaupten, zwischen 800 Millionen und 1,7 Milliarden wird die Entwicklung eines neuen Medikamentes kosten. Sie sagen, das sind maximal 100 bis 200 Millionen. Davon sind 40% oder 60% Grundlagenforschung, also Staatsanteil. Das heißt, es bleiben noch 40, 50 Millionen über. Warum macht der Staat nicht ein paar Impfungen gegen AIDS oder ein paar Tuberkulose-Medikamente, wenn das alles so billig ist? Oder warum appellieren Sie dann wieder an die Pharmaindustrie, Sie sollen doch mal endlich die wichtigen Medikamente erfinden? Gut, wer möchte antworten? Sie, Herr Becker. Ich fange einfach mal an. Also wir können ja nicht alles auf einmal ansprechen. Es gibt sicherlich noch viele Fragen, die offen sind, die hier nicht angesprochen sind, die auch wichtig wären. Amnok ist insofern ein interessantes Thema, weil es ist in der Tat ein Instrument, das es ermöglicht, bei bestimmten Arzneimitteln jetzt die Preise nachträglich, wenn sie auf den Markt, also wenn die Arzneimittel auf den Markt gekommen sind, nachträglich zu senken und auch festzustellen, ob ein Arzneimittel einen Zusatznutzen hat oder nicht. Das heißt, wenn es einen Zusatznutzen hat, dann darf es etwas teurer werden und wenn es keinen Zusatznutzen hat, dann muss es am Preisniveau der vergleichbaren Arzneimittel gemessen werden. Was auch dazu führt, dass einige Firmen gesagt haben, nö, in Deutschland verkaufen wir das nicht, dann so billig wollen wir das nicht hier loswerden.
weil nämlich Deutschland auch ein Referenzland ist für die Preise in anderen Ländern. Und insofern verzichtet man lieber hier, um dann nicht den Preis international runterzubekommen, gesenkt zu werden. Das sind Arzneimittel in der Regel, auch da sie keinen Zusatznutzen haben, auch gar nicht gebraucht werden. Und insofern, bitte mit Mikrofon entschuldige bitte, reden. Wenn die Kassen es trotzdem importieren oder bezahlen, das Import, dann ist das eine Inkonsequenz und ist auch ein unsinnig letztendlich. Das ist schlichtweg unsinnig. Es wirkt, macht ja Nutzen, aber der Zusatznutzen fehlt und deswegen braucht man das nicht teurer zu bezahlen als der Rest, als bewährte Arzneimittel. Das ist also eine Definitionsfrage und was mit der Mehrwertsteuer angesprochen worden ist, ich denke, viel wichtiger ist es, als jetzt in solche Diskussionen zu gehen, dass wir Arzneimittel auf dem Markt haben, die wirksam sind und die gut verträglich sind und das muss gesichert werden. Und wir haben einen unendlichen Bestandmarkt von Arzneimitteln, die sind nicht wirksam, nicht hinreichend wirksam, die sind übermäßig riskant, die gefährden mehr als andere und deren Nutzen ist nicht hinreichend geprüft durch entsprechende Langzeitstudien. Also wir haben einen sehr löchrigen Markt oder einen sehr inkonsistenten Markt von sehr nützlichen Arzneimitteln, von riskanten Arzneimitteln, von überflüssigen Arzneimitteln und der größte Teil der Arzneimittel ist leider negativ zu beurteilen. Entweder es sind Varianten von bekannten Therapieprinzipien oder es sind Arzneimittel, die überholt sind, riskant sind oder in den Nutzen überhaupt nicht geprüft sind. Altarzneimittel. Gut. Es kam die Frage, wenn die Entwicklung von Arzneimitteln ja so günstig ist, warum man das nicht gleich alles den Staat machen lässt. Gut, wir sitzen hier, um die Rolle der Pharmaindustrie auch zu diskutieren. Und die Pharmaindustrie spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Arzneimitteln. Sie hat auch ihre Kompetenzen und ihre Stärken, die staatliche Einrichtungen nicht unbedingt übernehmen können oder auch nicht unbedingt übernehmen sollen. Es geht aber darum, das Verhältnis von staatlichen Einrichtungen, von Staaten, von Regierungen und Pharmaindustrie auch zu diskutieren, zu thematisieren. Und das, was wir ja in den letzten Jahren beobachten und was das ist ja ganz entscheidend ist, eben nicht alles alle Entscheidungen den Unternehmen zu überlassen, sondern dass es einfach auch eine öffentliche Kontrolle braucht. Und es geht darum, auch in einer öffentlichen Debatte Prioritäten zu setzen. Welche Art von Forschung brauchen wir? Welche Art von Arzneimitteln brauchen wir? Wo brauchen wir eigentlich nichts Neues? Und was müssen wir machen, damit die Arzneimittel, die auch unter Beteiligung, teilweise auch unter starker Beteiligung der Pharmaunternehmen entwickelt werden, es sind ja nicht nur die öffentlichen Einrichtungen, die Unternehmen haben ja auch ihren wichtigen Anteil dran, was müssen wir dazu machen, dass diese Medikamente dem Bedarf entsprechen und hinterher auch verfügbar sind. Und das ist das, wo wir jetzt einfach wirklich auch nach neuen Wegen suchen müssen. Was jetzt in Deutschland momentan diskutiert wird, eben die Deckelung der Kosten ist ein Ansatz, was auf der WHO-Ebene, also Weltgesundheitsorganisation diskutiert wird, die Frage der Forschungsschwerpunkte für Bedürfnisse von Entwicklungsländern, hier neue Forschungsmodelle auszuprobieren, die in der Tat in vielen Bereichen wirklich auch von öffentlichen Einrichtungen und von Non-Profit-Forschungsnetzwerken getragen werden und nicht von den Unternehmen. Das sind eben Dinge, die jetzt in der Diskussion einfach viel stärker und auch viel wichtiger sind. Es geht nicht nur darum, jetzt ein Entweder-Oder aufzuzeigen, sondern wie können wir konkrete Wege finden. Und es gibt im Bereich der Bedürfnisse von Entwicklungsländern viele Forschungskooperationen, wo auch Unternehmen mitmachen, aber die Unternehmen bestimmen nicht, wo es lang geht, sondern sie sind Partner unter anderem. Die Ziele werden eben nach ganz anderen Richtlinien gesetzt, nicht nach dem Gewinninteresse. Gut, vielen Dank. Bevor wir den dritten Vortrag jetzt hören, möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, dass wir diese Diskussion aufnehmen und ich möchte Sie bitten, lediglich zu sprechen, wenn Sie ein Mikrofon haben, sodass wir das auf Band haben und es dann später auch nachvollziehbar ist. Gut, dann kommen wir jetzt zum dritten Vortrag. Ja, auf dem Vortrag bin ich eigentlich nicht vorbereitet, sondern eher auf eine kontroverse Diskussion, zum Teil auch untereinander. Ich habe mir ein paar Stichworte gemacht, möchte aber noch gerne etwas zum Thema sagen, mehr Nutzen als Schaden.
Das beruht auf einem, wie ich finde, ganz fantastischen Papier, was du ja auch anfangs zitiert hast, von, über Farmageddo, das, glaube ich, Health Action International entwickelt hat und dem ich eine sehr große Verbreitung wünsche. Es greift auch die Frage auf, inwiefern technischer und medizinischer Fortschritt wirklich mehr Nutzen schafft, auch mehr Schaden. Das ist nicht jetzt als schon, wie Sie ja auch sagten, das ist ein Tribunal, sondern es wird als Hypothese im Raum gestellt. Und diese Frage drängt sich angesichts der Entwicklung, die wir beobachten, unbedingt auf. Sie muss gestellt werden, ohne dass Sie darauf eine fertige Antwort haben. Insofern wünsche ich mir, dass die Diskussion auch eher ins Grundsätzliche geht, weil ich denke, so Amnok, wie wichtig und vorteilhaft es ist, führt in die Details und führt von dieser zentralen Frage ab. Ich würde ganz gerne noch mal kommentieren zur Innovation. Ich möchte es gerne zuspitzen. Als der Rolle der, einer NGO, denke ich, kann ich das auch. Ich will gerne politisch argumentieren, wobei ich für mich in Anspruch nehme, dass alles, was ich vorbringe, auch auf Common Sense oder auch auf wissenschaftlich abgestützt ist. Nochmal zur Preisfindung, diesen ominösen 800 Millionen. Wir haben ja gehört, die Opportunitätskosten mit der Hälfte gehen ein. Es gehen auch etwa 25% staatliche Forschungsförderung mit ein. Der Patient zahlt doppelt. Einmal als Steuerzahler über die Forschung, die er finanziert, und nachher über die erhöhten Preise. Wenn wir beim BER, bei dem Berliner Flughafen, sagen würden, der kostet nicht nur 6 Milliarden, sondern wir schlagen die Opportunitätskosten, die entgangenen Zinsen drauf, dann wäre der 12 Milliarden. Das sind unübliche, unseriöse Kalkulationen. Vielleicht noch mal, um es zuzuspitzen, was die Innovationsfähigkeit angeht. Ja, die Pharmaindustrie bringt neue Medikamente, wir haben es ja gehört. Aber ich sage, die Pharmaindustrie durch die vielen MeToo-Präparate, Nachpräparate oder ein bisschen besser als Nachpräparate, ist eine der ineffizientesten Industrien, die wir haben. Zugleich die profitabelste mit einer Kapitaleigenrendite von 18-19%. Eine der ineffizientesten, weil sie die große Mehrheit ihrer Produkte keinen oder allenfalls einen geringen Zusatznutzen hat und deswegen von den Ärzten, Patienten eigentlich auch nicht gebraucht werden und mit einem enormen Werbeaufwand auf den Markt gedrückt werden. Und das ist eine enorme Verschwendung öffentlicher Gelder, die auch im Gesundheitswesen anderen Ressourcen abgezogen werden. Und das ist eine dringende Aufgabe, der sich die Öffentlichkeit und die Politik auch stellen muss. Die WHO macht es vor. Sie hat 435 essentielle, wesentliche Medikamente, die sie weltweit empfiehlt, die notwendig sind, einschließlich der für Kinder. Damit werden 90% der Krankheitslast abgedeckt und darunter sind auch nur 5-10%, die noch unter dem Patentschutz haben. Ja, ich bin ein bisschen in der schwierigen Situation, weil ich denke, es hilft nichts, Big Pharma anzuklagen. Alan Francis, ein hoch angesehener amerikanischer Psychiater, hat mal gesagt, man kann dem Raubtier, dem Tiger, nicht vorwerfen, dass er Fleisch frisst. Wir haben ja gehört, das ist Aufgabe der Pharmaindustrie. Im Vordergrund steht der Profit für die Aktionäre, da sind sie verpflichtet. Es geht um das Überleben und es geht um die Erweiterung von Markteinteilen. Wir müssen auch den Blick auf die Ärzteschaft werfen, die teils willentlich, teils unbewusst in diesem Spiel mitmachen und der Pharmaindustrie auch diesen Raum geben. Und wir müssen auch sprechen über die Medien, die auf diesen Hype aufspringen und natürlich auf die Politik, durch die fehlende Regulierung das auch so laufen lässt. Jetzt würde ich ganz gerne vielleicht auf das Thema, zu dem ich sprechen soll, ich bin ja Psychiater, vielleicht zwei Beispiele. Ich habe außer meiner klinischen Ausbildung später nicht mehr mit Medikamenten zu tun gehabt, aber ich habe die Patienten behandeln müssen, die von anderen betreuen müssen, die von anderen mediziert wurden. Wir können der Psychiatrie auf Medikamente nicht verzichten. In bestimmten Bereichen sind sie sehr segensreich und wir können ohne sie nicht auskommen. Aber nicht alle Patienten profitieren und sie werden zu viel verordnet, zu lange verordnet. Alternativen kommen nicht zustande und das ist ein großes Dilemma. Die Entwicklung der Psychopharmaka, wir haben seit etwa 30 bis 40 Jahren, ist nicht nur meine Meinung, keine wirklichen Innovationen, trotz Milliarden von Geldern, die in die Forschung für Psychopharmaka gegangen sind. Die Medikamente,
die neu waren in den 60er Jahren, waren Zufallsbefunde, kamen aus öffentlicher Forschung, nicht Resultat der Pharmaindustrie, und also durch Zufallsbefunde entdeckt worden. Das ist Clopromazin, das ist, wurde eingesetzt, um bei Operationen die Schmerzbehandlung, also durch Sedierung die Schmerzgabe, die Schmerzen zu unterdrücken und nicht so viele Opiate zu geben. Dann haben wir das Lithium, das bei, als Zufallsbefund bei Labortieren festgestellt wurde, dass es die eher ruhiger macht und dämpft. Wir haben die Mao-Hämmer als Antidepressivum, das war, war in der Tuberkulosebehandlung eingesetzt. Also Zufallsprodukte, die Wirkungsmechanismen, auf denen die beruhen, hat man erst Jahre oder Jahrzehnte später festgestellt. Dann kam die Tranquilizer in den 70er Jahren. Ja, gut, Amitriptylin, also ein Antidepressivum, ist dann, glaube ich, Ende der 60er Jahre entwickelt worden. Dann kamen in den 70er oder Ende 70er Jahre die Tranquilizer, also Valium und C, von dem wir nicht wissen, wegen des Suchtpotenzials und anderen Nebenwirkungen, ob sie mehr Nutzen als Schaden haben. Dann kamen in den Ende 80er Jahren die Antidepressiva der zweiten Generation, die sogenannten SSRI, die groß propagiert wurden als die Wunderpille Prozac, als die Designerpille, die nicht nur Krankheiten und Depressionen behandelt, sondern die allen die notwendigen Glücksgefühle haben, verschaffen, die sie wollen und benötigen. Das hat einen Anstieg dieser Medikation um ein Vielfaches verursacht. Die Diagnosen sind innerhalb von 4-5 Jahren aufs Vierfache die Diagnose der Depression in den USA angestiegen. Und wissenschaftliche Evidenz zeigt, dass das fast ausschließlich durch aggressives Marketing der pharmazeutischen Industrie geschehen ist, die quasi schon strategisch, bevor das Medikament überhaupt erst auf den Markt kommt, über Krankheitskampagnen, aggressives Marketing etc., Beeinflussung der Ärzte, die Markteinführung vorbereiten. Und das hat die fatale Entwicklung, das gilt nicht nur für Prozac, das hat die fatale Entwicklung, dass wir inzwischen, in Amerika stärker, bei uns kommt das ja alles erst ein bisschen später, das ist nicht so ausgeprägt, dass wir eine große Inflation psychiatrischer Diagnosen haben. Diese psychiatrischen Diagnosen sind künstliche Epidemien, hervorgerufen durch Propagierung von Krankheiten und Medikamenten, Übertreibung des Nutzens, Zurückhaltung von Informationen, Verschleierung von massiven Nebenwirkungen. Das gilt auch für die Atypika, also die Neuroleptika der zweiten Generation, von denen groß behauptet wird, die haben nicht die negativen Nebenwirkungen, die die herkömmlichen Neuroleptika haben. Sie sind wirksamer und es hat sich herausgestellt, dass sie nicht wirksamer sind und dass sie zwar manche negativen Nebenwirkungen der herkömmlichen Medikamente nicht haben, da sie aber ein anderes Nebenwirkungsspektrum aufweisen, das bezüglich vitaler Gefährdung deutlich größer ist als der herkömmlichen. Ich habe das selbst in meiner Praxis erlebt oder in meiner Tätigkeit, dass sogenannte Meinungsführer, Kollegen sagen Mietmäuler oder Pharmahuren, das propagiert haben und gesagt haben, wir jetzt noch von den Ärzten dieses Medikament nicht verschreibt, noch herkömmliche, der begeht einen Kunstfehler. Was ist geschehen? 10, 15 Jahre später, nachdem die Patente für diese Medikamente weitgehend abgelaufen sind, da kam eine große Studie raus vom National Institute for Mental Health, die unabhängige Forschungsfinanzierungsinstitution in den USA, eine groß angelegte, die sie vorher auch im Konsensverfahren über die Methodik verbreitet haben, die nachgewiesen hatten, und sie hatten das gar nicht, sie haben nur zufällig noch ein herkömmliches Neuroleptika mit reingenommen, nachgewiesen hat, dass die neuen Atypika nicht wirksamer sind bezüglich der Compliance und der langfristigen Wirksamkeit als die herkömmlichen. Zweites Beispiel aus meiner Praxis, und das ist das, was mich nach meiner Berentung auch wirklich aktiv werden ließ. Ich wollte das nicht glauben, ich habe das alles nur nebenher mitbekommen. Die Antidepressiva wurden auch hochgejubelt als hocheffiziente, wirksame Medikamente. Bis 2008 im New England Journal of Medicine eine Studie herauskam, die nachgewiesen hat, dass die Wirkung dieser Antidepressiva, wenn überhaupt nur gering über den von Placebo
sogenannte aktiven Placebo. Aktives Placebo ist, was auch Nebenwirkungen hat, aber keine wirksame Substanz. Also kaum wirksamer ist das Placebo, vielleicht mit der Ausnahme von schweren Depressionen. Aber in den USA nehmen mittlerweile diese Medikamente fast, glaube ich, 18% der Bevölkerung, 18%, glaube ich, der Frauen und etwa 11% der Bevölkerung. Also was war der Grund dafür? Weil nur die Studien, ganz überwiegend nur die Studien publiziert wurden, die eine positive Wirkung nachgewiesen hatten und alle, die mit der negativen Wirkung oder zweifelhaften Wirkung unter den Tisch gefallen waren, bis auf eine. Das führt jetzt dazu, dass es breite Bewegung der Ärzteschaft gibt. Wir müssen die Veröffentlichung aller Studien haben, damit wir wirklich wissen können, wie die Medikamente wirken. Kein Arzt kann heute sagen, aufgrund der fehlenden Studien oder unterdrückten Studien, wie die Medikamente, die sie ihnen verschreiben, tatsächlich wirken. Gut, so viel. Das zu dem. Okay. Ich hätte noch zwei oder drei Punkte, aber können wir vielleicht später machen, oder? Nö, kann ich. Also, warum ist das so schlimm? Wir haben, wenn die Medikamente so wirksam sind, wie sie propagiert werden, als Wunderpillen, wieso kommt es dann, dass wir eine steigende Inflation von psychiatrischen Diagnosen haben? Wie kommt es, dass die schweren psychischen Erkrankungen trotz der Wundermittel nicht abnehmen, sondern im Verlauf offenbar sich eher verschlechtern? Wir haben eine dramatische Zunahme der Erwerbsunfähigkeit aufgrund schweren psychischen Erkrankungen in den USA. Wenn wirklich die Pillen so helfen und das chemische Ungleichgewicht wirklich stabilisieren wie Diabetes, wie das Insulin in Diabetes, dürfen wir diese Entwicklung nicht haben. Wir haben, zu meiner Zeit galt die Häufigkeit, die Lebenszeitprävalenz, also die Häufigkeit, dass einer im Laufe seines Lebens an einer psychischen Erkrankung leidet oder erkrankt, etwa ein Drittel. Jetzt ist es in den USA 50%. In Europa ist es noch nicht ganz so weit, etwa bei 40%, die Zahlen steigen. Ja? Das Fatale dabei ist, wie kommt es zu diesen Epidemien? Für die Pharmaindustrie ist aus Profitinteressen entscheidend, dass sie möglichst viele Medikamente an möglichst große Zahl von Kranken verschreiben kann. Weil dann mit der Profit steigt. Also für Sie ist es am günstigsten, Sie haben ein Breitband Psychopharmakon, was also für alle psychischen Störungen gilt und das von der, von der Wiege bis zur Bahre verordnet wird. Aber das sind die Treiber dieser Entwicklung. Was wir sehen, beigetragen zu dieser Entwicklung, hat einmal das Diagnostische und Statistische Manual der American Psychiatric Association, das wir jetzt in der fünften Version vorliegen haben und das die Inflation noch weiter treiben wird, weil damit eine Ausweitung der diagnostischen Kriterien verbunden waren. Das zweite habe ich schon genannt, das aggressive Marketing von Krankheiten. In den USA dadurch begünstigt, dass seit Ende der 90er Jahre das Direktverbot der Bewerbung, also arzneipflichtiger der verschreibungspflichtige Arzneimittel aufgehoben wurde. Das hat den Etat innerhalb der nächsten folgenden, glaube ich, 10 oder 4, 5 Jahre verdreifacht. Ja? Dann ist es leichtgläubige Ärzte und Patienten. Patienten sind durch entsprechende Werbung im Fernsehen aufgefordert worden, Ask Your Doctor. Die waren dem nicht widerständig, sind auch der Werbung der Pharmaindustrie hinterlegen. Und wie Alan Francis schreibt, den falschen Patienten wurden die falschen Pillen durch die falschen Ärzte verschrieben. Also was er damit meint, die falschen Patienten, die Diagnose nicht haben, die ihnen suggeriert wurde, ein Mittel, was selbst für diese vermeintliche Diagnose nicht angebracht wäre. Und von den Ärzten, er meint damit hauptsächlich die Hausärzte, die bei der komplexen Behandlung von psychischen Störungen keine Ahnung haben, die aufgefordert wurden, alle ihre Angstpatienten mit atypischen Neuroleptika zu behandeln, wobei unterstellt wurde, dass 20% ihrer Klientel sind. Und dann natürlich skrupellose Meinungsführer, die im Interesse und im Dienst der Pharmaindustrie das propagiert haben. Und natürlich die Pharmalobby, die Medien und auch Patientenorganisationen, die zu diesem
instrumentalisiert wurde. Protagonist aber war die Pharmaindustrie, weil sie Krankheiten wie Coca-Cola verkauft haben, irreführend, aber erschreckend erfolgreich. Letzter Punkt dazu, was bedeutet das für die Psychiatrie? Das Konzept der Natur, der menschlichen Natur wird dadurch massiv verändert. Alltagsprobleme, Banalitäten, Befindlichkeitsstörungen oder besorgt Gesunde werden in den Kreis der psychisch Kranken einbezogen. Das ist das, was andere als Medikalisierung, dass allgemeine Lebensprobleme oder auch soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit und dergleichen pathologisiert werden, individualisiert werden, medikalisiert werden. Wir kriegen dadurch ein anderes Verständnis, was ist normal und über die menschliche Natur. Wir unterminieren damit auch die Selbstheilungskräfte des Patienten. Wir haben alle eine, was wir sagen, Resilienz, eine Widerstandsfähigkeit. Der Mensch hat nie überlebt, wenn er gegenüber Alltagsproblemen nicht widerständig gewesen wäre. Wir haben die Inflation bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Also das ist massive Ängste und Depressionen, die im Kontext auftreten von schweren äußeren Belastungen. Das waren früher große Katastrophen, KZ-Erlebnisse. Das galt als Auslöser. Heute mit der Inflation ist es schon der Arbeitsplatzverlust, die Trennung vom Partner, also Alltagsprobleme mit dem Mensch, sonst auch mit Trauer und mit einem gewissen Leid, aber mit der Zeit darüber hinweggekommen ist. Das wird alles pathologisiert. Und das Schlimmste, die Pathologisierung der Kindheit. Was in den USA werden in manchen Schulen 30-40% der Menschen mit Stimulanzien behandelt. In Heimen von Massachusetts wurden 70-80% der Heimkinder behandelt. Die sind nicht krank. Die haben eine schwere Kindheit gehabt, die haben eine kränke Chancen im Leben gehabt und werden jetzt individualisiert und pathologisiert. Und das beraubt Kindern ihren Erfahrungsschatz, ihre Emotionalität, die teilweise wie Zombies sind, auch Erfahrung zu machen, dass man mit emotional schwankenden Zuständen umgeht, was ja vor allen Dingen auch in der Pubertät Kennzeichen dieses Entwicklungszustandes ist. Damit will ich nicht sagen, dass alle diese Medikamente obsolet sind und dass man sie überhaupt nicht verschreiben müsste. Das Problem ist, und das ist ein grundlegendes Problem der Psychiatrie, die Grenzen zwischen normal und nicht normal psychisch krank sind fließend. Es gibt keine objektiven Parameter, es gibt keinen Test oder Biomarker, mit dem man es diagnostizieren kann. Die Definition, was psychisch krank ist oder nicht, das hängt sehr stark von sozialen und gesellschaftlichen Normen ab. Und das eröffnet natürlich ein breites Feld für Einflüsse, unzulässige Einflüsse von anderen auf dieses Gebiet. Ja. Soweit. Gut, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne erst einmal Fragen an Dieter Lehmkuhl hören. Und da und danach erst zu der generellen Diskussion übergehen. Auf jeden Fall war hier vorne eine Frage und sind noch andere Fragen? Da hinten. Gut. Also ich hatte schon eine Frage zu auch zum Teil zum ganzen Board. Also ich arbeite für ein. Könnten wir die sonst danach machen und dann die konkreten Fragen zu dem Vortrag von Herrn Lehmkuhl. Es geht okay. Auch genau daran, welche ich daran anknüpfen okay. möchte. Ja. Ich arbeite für ein forschendes Pharmaunternehmen, für Daiichi Sankyo aus Japan. Und ich fühle mich gerade ganz schlecht, Herr Psychiater. Vielleicht können Sie mir da helfen. Es geht darum, dass ich natürlich feststelle, dass hier die Referenten den Finger auf ganz viele Probleme gelegt haben, die in der Vergangenheit existieren und die auch falsch gemacht wurden von der Industrie. Wir machen Firmen genauso Fehler wie NGOs oder Parteien in der Vergangenheit, aber ich möchte eine Sache klarstellen, dass zumindest Studien registriert werden heutzutage, auch die Methodiken werden vorab registriert und werden nicht mehr unterdrückt, also das ist auch gar nicht möglich, zentral. Aber ich möchte, nachdem das Podium ja doch ein bisschen einseitig besetzt ist, einen Aspekt in die Diskussion einbringen und vielleicht auch Ihre Meinung dazu einholen, nämlich, was mir fehlt, ist natürlich die Anerkennung, dass auch in der pharmazeutischen Industrie Idealisten arbeiten. Klar haben wir
sind das Firmen, die Profit machen müssen. Aber das muss jede Arztpraxis auch. Deren Einnahmen sind im letzten Jahr im Übrigen um 10% gestiegen. Das müssen Krankenhäuser, das müssen Krankenkassen. Aber natürlich arbeiten in der Industrie auch viele Idealisten. Das sind Leute, gut ausgebildete Naturwissenschaftler, die ihre Arbeitskraft, ihre Kreativität, ihren Geist in den Dienst von der Entwicklung neuer Medikamente stecken, um Menschen zu helfen, um Leben zu verlängern und Leben zu verbessern. Und das möchte ich nicht hier ganz unter den Teppich gekehrt wissen. Ja? Es führt übrigens dazu, wenn wir gerade über Afrika oder Entwicklungsländer sprechen, dass viele Medikamente inzwischen, zumindest solange man fest sicherstellen kann, dass sie nicht zurückimportiert werden in den Westen, zu Selbstkostenpreisen oder gar kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wir selbst als Daiichi Sankyo lassen so Trucks mit medizinischer Ausrüstung und Fachpersonal in Indien, in Kamerun und Tansania von Dorf zu Dorf fahren, um dort Kinder zu impfen, Schwangeren Geburtsvorbereitungen zu ermöglichen. Und das machen wir komplett kostenlos aus den Profiten, ja, ich gebe es zu, die wir in den OECD-Ländern erwirtschaften. Ja? Der zweite Punkt ist die Sache mit der mit dieser Systemfrage, privatwirtschaftliche Forschung. Ja klar, wir wissen halt nicht, was erfolgreich ist und wir haben uns als Gesellschaft dazu entschieden, ein Patentrecht zu machen, das 20 Jahre Exklusivität garantiert und danach hat die Menschheit für hunderte von Jahren diese Präparate kostenlos, praktisch zu Selbstkosten. Das ist ein Interessenausgleich zwischen den Unternehmen, die auch nicht ganz Monopole sind, sondern monopolistischer Konkurrenz anbieten, weil es meistens schon Konkurrenzprodukte gibt. Monopolistische Konkurrenz ist wie der 3er BMW C-Klasse von Mercedes und Audi A4. Die können auch nicht alle, die stehen alle unter Patentschutz, aber müssen sich in den Preisen aneinander orientieren. Und wir haben uns nun mal dazu entschieden, dass Wettbewerb als Entdeckungsverfahren unser Modell ist im Westen und das hat ganz gut funktioniert in den letzten Jahren und jedes Jahr steigt die Lebenserwartung um 2 bis 3 Monate und das nach Faktoranalysen zu 40% dank neuer Medikamente, nicht in jedem Fall. Ja? Und schließlich, und das ist Herrn Levenkohls Beitrag, müssen wir uns wirklich fragen, nützt es mehr als schadet es? Das ist die zentrale Frage, deshalb bin ich heute Abend gekommen und da müssen wir uns natürlich sehr fragen, gerade bei den medikalisierten Kindern, ob das überhaupt sinnvoll sein kann, aber die Therapieentscheidung treffen ja nicht die Pharmaunternehmen, sondern die Therapieentscheidung treffen die Ärzte und vielleicht die Eltern, die Mütter, die Lehrer, die auf solchem Unsinn bestehen. Ja? Und da möchte ich doch darauf hinweisen, dass also hier die Entscheidung im Einzelfall erfolgt und erfolgen soll und erfolgen muss. Und zumindest Sicherheit, Unbedenklichkeit in der Produktion, Wirksamkeit, das sind die Sachen, die in der Zulassung erstmal festgestellt werden. Also den großen Schaden, Herr Becker-Brüser, den gibt es auch, aber er ist nicht die Regel. Aber der zusätzliche Nutzen, das ist genau die Frage, die wir uns stellen müssen. Da haben wir ein großes Interesse daran. Und wenn Sie irgendeine Idee haben, gerne. Lasst uns drüber sprechen. Gut, vielen Dank. Das ist genau. Genau. Herr Becker-Brüser? Da habe ich schon ein Problem. Ich bin etwas länger im Geschäft als Sie wahrscheinlich. Und diesen Spruch, das war Vergangenheit, den höre ich seit Jahrzehnten. Und er macht mich so, ich möchte Ihnen das Mikro an den Kopf schmeißen, wenn ich sowas höre. So aggressiv macht mich das. Weil es hat sich nichts geändert. Es hat sich... Die Veröffentlichungspflicht ist da. Gucken Sie nochmal, was haben wir denn an Studien? Wie sieht die Studienlage aus? Wir haben... in der Vergangenheit und bis jetzt Studien, die positiv sind, werden veröffentlicht. In der Regel, die negativ sind, werden sehr häufig nicht veröffentlicht. Sie schütteln nur mit dem Kopf, aber Sie haben keine Ahnung, muss ich dann sagen. Studien mit, da gibt es genügend Studien zu, auch Meta-Analysen, alles. Das ist gut belegt. Retrospektiv. Aber das ist doch das Instrumentarium, mit dem wir heute arbeiten, mit dem Leitlinien gemacht worden sind, mit denen Ärzte Empfehlungen bekommen, was sie zu tun haben. Und zwar auf einem löcherigen Schweizer Käse-Studienwerk, wo die positiven Studien dominieren und die negativen wegevaluiert sind, weggestrichen worden sind oder in Positivstudien umgewandelt worden sind, ohne dass die Inhalte dem das hergeben. Und zwar, das sind Marketing-Sachen. Und wenn Sie sagen, natürlich gibt es in Firmen Idealisten, bloß die Manager, die verantwortlich sind für die Richtung, wo es hinläuft, das sind keine Idealisten. Das sind stramme Kapitalisten, die dafür sorgen, dass das Geld reinkommt für die Firma, für die Shareholder. Oder sie werden abgesetzt von Shareholdern. Noch weitere Kommentare von Ihnen oder von... ja, ich weiß. Ich wollte einmal... Ich hab Sie im Blick. Gut,
Dann werde ich jetzt erstmal nochmal drei Fragen nehmen und dann Sie antworten lassen. Können Sie sich dann die Fragen aufschreiben oder die Antworten aufschreiben? Eins, zwei und Sie da hinten ist noch jemand. Und danach kommt die nächste Runde, ja? Ich wollte mal wissen, ob man weiß, welcher Anteil von den Geldern, die Pharmaunternehmen in Forschung investieren, in MeToo-Produkte investiert werden. Also in die Forschung praktisch, wie man, was im Prinzip Marktforschung ist und nicht wirklich Medikamentenforschung. Inwiefern das in die Gelder reinzählt, die als Entwicklungsgelder datiert sind und wie viel, also welcher Anteil der Gelder, die Pharmaunternehmen in Forschung investieren, tatsächlich in die Entwicklung neuer Medikamente investiert wird. Gut, dann die nächste Frage hier hinten. Oder ja, sonst ich da vorne und dann da. Wollen Sie erst? Oder? Ja, hallo, mein Name ist Maja Volland. Ich wollte nur einen kleinen Kommentar zu dem Herrn aus dem Pharmaunternehmen geben. Und zwar, Sie haben so betont, dass wir uns für dieses Patentsystem entschieden haben. Für dieses Patentsystem haben sich nur relativ wenige Leute entschieden. Also wenn man sich anguckt, wie Patente reguliert werden und auf was für Gesetzen die beruhen, beruhen die vor allem auf Gesetzen, die Länder des Nordens in der Welthandelsorganisation sich darauf geeinigt haben. Und wenn man sich anguckt, wie viele Patente in welchen Ländern liegen, dann sind das 80% der Patente oder sogar mehr, die in den Ländern, wo große Pharmaunternehmen sitzen, nämlich in den Ländern des Nordens, verteilt sind. Und da kann ich nicht unterschreiben, dass wir uns für dieses Patentsystem entschieden haben. Jetzt habe ich gerade kein Mikro mehr. Die dritte Frage. Als ich mich gemeldet habe, haben Sie gefragt nach Fragen an Herrn Lehmkuhl. Dem möchte ich ganz herzlich danken. Ich nehme an, dass es erlaubt nach diesen Einteilen. Sie haben gesagt, dass die Einflüsse hier leichtgläubige Ärzte und Patienten, das fand ich alles großartig. Meine Frage ist nach dem Einfluss der Medien. Wenn man Tagesspiegel und Zeit liest wie ich, da habe ich nie eine Werbung für ein Medikament gesehen, gehört. Und vielleicht darf ich eine ganz kurze Anekdote erzählen. Einer meiner Neffen arbeitet als Sanitätswagenfahrer für Unfallklinik Marzahn. Und der sagt immer, wenn eine neue Apothekenrundschau erschienen ist, melden sich gehäuft Leute beim Notdienst, die genau das haben. Krimmel in den Fingerspitzen und was weiß ich alles. Das war jetzt meine Frage. Ich würde ja wahnsinnig gerne noch was zu Ritalin sagen, weil ich 40 Jahre in der Schule war, aber ich will nicht so viel Zeit wegnehmen. Gut, vielen Dank. Jetzt werde ich erstmal die Sprecher antworten lassen. Nur noch mal ganz kurz für die nächste Runde. Können Sie sich einmal kurz mit Namen vorstellen und kurz sagen, wer Sie sind, woher Sie kommen? Ja? Gut, dann mache ich einfach den Anfang, nicht zu lange warten jetzt. Es war die Frage, es kam hier die Anmerkung, dass die Pharmaunternehmen ja gerade auch in Entwicklungsländern inzwischen eine ganze Menge gute Dinge tun, dass ich das nicht erwähnt habe. Gut, mein Job ist hier, die Punkte zu benennen, die nicht funktionieren. Was sich schon besser tut, das übernehmen Sie hier, das ist ja auch Ihre Aufgabe, ist ja in Ordnung. Das heißt, ich bestreite nicht, dass die Unternehmen in ihrer Geschäftspraxis, was Entwicklungsländer betrifft, inzwischen einiges geändert haben. Aber unsere Untersuchungen aus Brasilien, Indien, Uganda zeigen, dass da immer noch sehr, sehr viel im Argen liegt. Und es gibt inzwischen verbesserte Arzneimittelversorgungsprogramme. Aber da muss man natürlich fragen, warum ist das geschehen? Das Ganze ist geschehen aufgrund eines enormen öffentlichen Drucks, den auch Organisationen wie unsere Organisation oder wie die von den Lehmkuhl aufgebaut haben, weil sonst hätte sich da nichts geändert. Als ich bei der Pharmakampagne begonnen habe zu arbeiten, war zu der Zeit gerade eine große Klage von mehreren weltweiten Pharmaunternehmen gegen eine südafrikanische Regierung, wo es eben darum ging, wie man den Zugang zu Arzneimitteln verbessern kann. Also da ist aufgrund des öffentlichen Drucks eine ganze Menge geschehen.
die Frage, ob sich im Bereich Forschung und Entwicklung, Forschung neuer Medikamente, etwas verändert hat. Da hat sich etwas verändert in der Hinsicht, dass es jetzt mehr Kooperation gibt, dass also zum einen die Unternehmen untereinander auch mehr zusammenarbeiten und auch Unternehmen und öffentliche Einrichtungen immer stärker zusammenarbeiten. Das wird auch ganz massiv von der Europäischen Kommission oder von der US-Regierung gefördert. Das Ganze geschieht, weil man merkt, es ist eine Innovationslücke und wir müssen gucken, dass wir neue Medikamente kriegen. Das Entscheidende für mich dabei ist aber die Frage, ein neues Forschungsmodell alleine bedeutet nicht, dass es was Gutes ist. Das Entscheidende dabei ist, mit welcher Absicht man das tut, für welche Ziele man neue Medikamente entwickelt und ob die Medikamente hinterher auch verfügbar sind. Und das sind Punkte, die bei ganz vielen dieser Forschungskooperationen noch völlig ungeklärt sind. Und das sind die Beispiele, die ich vorher positiv erwähnt habe. Das betrifft wirklich den Bereich der sogenannten vernachlässigten Krankheiten, also Infektionskrankheiten in Entwicklungsländern. Gerade kürzlich ist ein neues Modell aufgelegt worden, Forschungskooperation zu den sogenannten seltenen Krankheiten. Das sind Krankheiten, die in Deutschland relevant sind auch und die hier wenige Menschen betreffen, wo es auch große Forschungslücken gibt. Und ich bin mir relativ sicher, dass ein günstiger Zugang zu diesen Medikamenten nicht Bestandteil des Programmes sein wird. Gut. Dieter Lehmko? Ja, ich spreche den meisten Menschen positive Motivation nicht ab. Es sei denn, ich kenne sie oder ich kenne sie nicht, ja. Aber es gibt auch sowas, keiner von uns hat die Wahrheit, ja. Aber es gibt auch so etwas wie eine Deformation professionell. Wenn man in einem bestimmten Setting ist, dann übernimmt man die Glaubenssätze, die Vorstellung, auch um sein eigenes Selbstbild willen, ja. Man will ja ein guter Mensch sein. Aber ich gebe Ihnen recht, das Problem, ich habe ja vom Raubtier gesprochen, ist die eine Seite. Und das, die Rolle der Ärzte und der anderen und der Politik ist mindestens ebenso anzusprechen. Es gibt ein Papier schon aus dem Jahre 2003 von der Maudsley Psychiatrischen Klinik in England. Das ist das Mekka der Psychiatrie in England als Discussion Paper mit dem Titel Is Psychiatry for Sale? Im Vorwort hat der bekannte Hirnforscher Torrey gesagt, don't blame Big Pharma. Also ich übersetze jetzt, klagt nicht die Pharmaindustrie an, sie tut das, was in einer kapitalistischen Marktgesellschaft ihr Job ist, haben wir besprochen. Blame your colleagues, die da mitgespielt haben, dafür gesorgt haben, dass die Psychiatrie zu einem pharmazeutischen Bordell geworden ist. Ähnlich hat auch einer meiner Lehrer, den ich sehr schätze, ein amerikanischer, sehr renommierter Psychiater, 1998 ist er aus der APA, der American Psychiatric Association, ausgetreten, mit der ersten Begründung, because it has become American Pharmaceutical APA, American Psychiatric Association. Also sie hat ausgetauscht psychiatrisch durch Pharmaceutical und sagt, sie brauchen noch nicht mal das Akronym zu ändern. APA bleibt, ja. Ich könnte das noch weiter ausführen, aber jetzt zu der zweiten Frage, die Sie angesprochen haben, mit der Steigerung der Lebenserwartung um 40%. Die Zahlen, die ich kenne aus der Public Health Forschung, MAMO, soziale Determinant von Gesundheit, der zur WHO beigetragen hat, ist, dass in der Vergangenheit mag der medizinische Fortschritt und der gesamte medizinische Fortschritt, nicht nur die Medikamente, allenfalls zu 30% zur Lebenssteigerung beigetragen haben. Das andere sind soziale Determinanten. Wenn wir jetzt sehen, welche Auswirkungen die Austeritätspolitik auf die Südländer in Europa haben, mittlerweile gibt es die Evidenz, ist das erschreckend. Die Millionen und Europa, also wir haben Europa, die Folgen der Rezession, Europa, Amerika und die Südländer. Die Folgen sind erschreckend durch Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit. Wir haben einen Anstieg von Depressionen, wird anhand der Suizidrate auf etwa 1 Million für diese beiden Kontinente gerechnet. Wir haben einen starken Anstieg der Suizidrate und der HIV-Infektion
mit verschiedenen Ursachen. Das kann durch die Pharmaindustrie gar nicht kompensiert werden. Und das sind soziale Determinanten, die wesentlich zur Gesundheit beitragen. Und wenn man aber nur ein auf Medikalisierung und technische Interventionen fokussiertes Krankheitsmodell haben, dann werden diese präventiven Aspekte völlig außen vor gelassen. Letzter Punkt, wenn wir die Adipositas bekämpfen und nicht als Essstörung bezeichnen, wie es in dem psychiatrischen Nomenklaturen steht, präventiv mit Ernährungsaufklärung etc., haben wir einen viel, viel größeren Effekt, als wir Medikamente dafür einsetzen. Und jetzt zu Ihrer Frage, Medien. Sie haben recht, das gilt im Wesentlichen für die USA. Dort gibt es kein Verbot für die Direktwerbung verschreibungspflichtiger Medikamente. Wir haben das noch. Und die Pharmaindustrie hat zweimal versucht, über die EU das aufheben zu lassen. Es gibt nur zwei Länder in der Welt, die dieses Verbot nicht haben. Das ist die USA und Neuseeland. Und Gott sei Dank, auch durch Widerstand der Zivilgesellschaft, ist das abgeschmeckert worden. Sonst hätten wir auch so ähnliche Verhältnisse wie in den USA. Aber es gibt in den Medien auch Beiträge, kaschierte Beiträge, die von der Pharmaindustrie oder von der entsprechenden Organisation geschrieben werden und dann verdeckt lanciert werden. Das wissen wir auch. Gut, vielen Dank, Herr Becker-Brüser. Möchten Sie noch die drei Fragen kommentieren? Naja, die Medien interessieren mich natürlich sehr. Medien ist ja nicht, sind Laienmedien und Fachmedien. Und in beiden Medien haben wir ja das Problem, dass es dort Advertorials gibt, also Artikel, die eine Mischung sind aus redaktionellem Text und Werbung, wo letztendlich der Unterschied gar nicht deutlich wird, wo nicht draufsteht Werbung. Es sieht aus wie ein redaktioneller Text. In Wirklichkeit ist es eine umgeschriebene Presseerklärung von einer Firma, von einem Kongress oder was auch immer und führt letztendlich mit dazu bei, Gedanken, Gut der pharmazeutischen Industrie in das Laienmedium hineinzubringen, also in die Laienköpfe, genauso wie in die Köpfe der Ärzte hineinzubringen. Und dort gibt es auch geradezu Publikationen, vor allen Dingen auch im Ärztebereich, die leben letztendlich nur davon, dass sie solche Berichte von pharmazeutischen Firmen aufbereiten und weiter transportieren. Eine Tageszeitung für Ärzte beispielsweise, die den Ärzten in den Briefkasten flattert, wie eine ganz viele große andere Anzahl anderer Zeitschriften, die ausschließlich oder fast ausschließlich über Werbung finanziert werden und wo man natürlich keine kritischen Berichterstattungen findet. Es hat dort mal eine Untersuchung gegeben, in der zu einem bestimmten Zeitpunkt 7 Arzneimittel verfolgt wurden, wie diese bewertet worden sind in Fachzeitschriften. Und zwar einmal in Fachzeitschriften, die Werbung enthalten und einmal in Fachzeitschriften, die keine Werbung enthalten. Das waren 7 Arzneimittel, die man heute, eins ist davon schon inzwischen aus dem Handel gekommen, Rosiglitazon wegen Herzschädlichkeit. Andere Arzneimittel sind nach wie vor im Nutzen, Zusatznutzen unbelegt. Dennoch sind die in den werbeabhängigen Zeitschriften zu 99% positiv beschrieben worden. In den werbeunabhängigen Zeitschriften sind sie zu 84% negativ und zu, nur zu 8% in der Tendenz positiv beschrieben worden. Das heißt, hier gibt es eine ganz große Diskrepanz in der Bewertung von Arzneimitteln in Zeitschriften, die von Werbung abhängen und in Zeitschriften, die unabhängig von der Werbung sind. Und das Fazit der Autorin war letztendlich, die Ärzte sollen sich überlegen, ob sie für objektive Informationen bezahlen oder ob sie was kostenlos sich schicken lassen und dafür gebiaste, also beeinflusste und manipulierte Informationen erhalten. Und letztendlich die angesprochene Apothekenumschau ist ja auch so ein Konstrukt, das davon lebt, dass sie Werbung enthält, dass der Patient oder der Kunde in der Apotheke es kostenlos bekommt. Das Perfide ist ja noch daran, dass der Apotheker das auch noch bezahlen muss. Das heißt, er muss das von dem Verlag einkaufen. Und das ist ein Verlag. Es gibt, glaube ich, keinen Verlag, der mehr Umsatz macht. Ich glaube, die haben eine Auflage von 10 Millionen ungefähr. Gigantisch jedenfalls. Das würde man sich für alle anderen Zeitschriften nur wünschen und vorstellen. Ist ein Traum, ja?
Gut, ich werde jetzt die zweite Fragerunde und auch die letzte einleiten. Ich habe ein paar Fragen gesehen. Wir wollen nämlich danach nochmal kurz über Alternativen sprechen, weil wir jetzt so viel Schlimmes gehört haben. Und es wäre doch auch ganz schön zu wissen, ob es Alternativen oder Tendenzen in die richtige Richtung geht. Jetzt sind hier ganz viele Hände. Also hier sind zwar, also eins, zwei, drei. Am besten kurz und kurz mit Namen auch vorstellen. Mein Name ist Frank Wende, ich komme aus Berlin-Spandau. Ich habe jetzt eine Frage an Herrn Dr. Lehmkuhl. Sie erwähnten ja zu Recht, dass durch die Umwelteinflüsse die Menschen geschädigt sind und dadurch auch Arzneimittel nehmen. Sie erwähnten das Beispiel von den Kindern in den USA, die durch Umwelteinflüsse solche Arzneimittel nehmen. Meine spezielle Frage an Sie geht nun, wenn ich an die Umwelteinflüsse denke, die Sonneneinstrahlung nimmt ja heutzutage, die Sonnenstrahlung nimmt ja von Jahr zu Jahr immer mehr zu. Wie ist das mit den Hautkrankheiten? Sind die eigentlich jetzt schon in den letzten Jahren gestiegen durch die schädliche Sonneneinstrahlung? Oder wie können Sie da Näheres dazu sagen? Gut, nächste Frage. Am besten das Mikrofon einfach so weiterreichen und die Fragen bitte ganz kurz halten, damit wir ein paar mehr dran kommen. Peter Krause, auch in der Branche von den Herren hier vorne tätig und ist auch keine Frage, sondern nur ein kurzes Statement und zwar zum Thema Marketingkosten, weil ich glaube, es kam so ein bisschen von raus, alle Marketingkosten sind ganz schlecht und ich möchte nur kurz sagen, was ich finde, was auch zu Marketingkosten dazugehört. Ich habe in Japan für ein Produkt gegen eine Krankheit gearbeitet, die haben in Japan ungefähr 2500 Menschen, also eine sehr kleine Population. Es gibt noch kein Produkt dagegen. Es ist kein bekanntes Medikament. Und es ist ja auch die Frage, wie kriegt man das Medikament, wenn man das einmal entwickelt hat, überhaupt zum Patienten? Und da muss man schon dafür sorgen, dass Ärzte diese Krankheit auch kennen. Und das ist eine spezielle Form von pulmonaler Hypertonie. Das ist sehr unbekannt. Das kann sehr leicht mit anderen Krankheiten verwechselt werden. Und dann muss man da auch eine gewisse Bildung auch schon leisten, weil sonst der Fokus in der Behandlung nun mal nicht auf dieser Krankheit liegt, sondern auf was anderem. Und auch das sind Marketingkosten. Deswegen Marketing ist nicht nur Gimmicks irgendwie rumgeben, sondern Marketing kann schon auch am Ende für den Patienten einen Mehrwert bringen. Gut, vielen Dank. Können Sie das Mikrofon hier weiterreichen? Ja, vielen Dank. Mein Name ist Simon Jochim. Ich arbeite hier in Berlin für Professor Faltin, Gründer der Tee-Kampagne, vielleicht ein paar Menschen bekannt. Und wie, ganz am Anfang wurde gesagt, wir sind hier in der GLS-Bank, das ist eine politische Bewegung mit Bank. Gibt es ein Äquivalent in der Pharmaindustrie von der GLS-Bank? Und falls nicht, wie können wir es möglich machen? Also welchen Möglichkeitsraum können wir uns ausdenken? Und da würde ich gerne von Ihnen hören. Was wäre denn so die Maßnahme, die Action, die die größte Hebelwirkung dafür bringen könnte, dass wir so eine Art GLS-Bank in der Pharmaindustrie bekommen könnten? Dankeschön. Super, danke. Dann war hier hinten noch eine Frage. Hier. Mein Name ist Thomas Lindner und ich gehöre zu der Ärzteinitiative Metzes. Mein Essen zahle ich selbst. Und man hat ja manchmal den Eindruck, dass in der Bevölkerung bei dem Kauf eines teuren Küchengerätes vielleicht mehr Aufmerksamkeit verwendet wird und mehr objektive Quellen angezapft werden, als wir in unserem Beruf das manchmal finden bei neuen Medikamenten. Also es ist sehr leicht möglich, dass ein Arzt mit einer Firmenbroschüre dann auch das Medikament einsetzt. Und da komme ich auch drauf, dass wir natürlich ganz unseren Fokus auf die Ärzte richten müssen. Und kann man sagen, na gut, die Ärzte müssen sich fortbilden, aber da haben wir ein großes Problem. In Deutschland ist ein großer Teil der Fortbildung, wird von der Pharmaindustrie gesponsert, unterstützt und auch beeinflusst. Und zwar sind das, ich bin in Brandenburg tätig, das sind also kleine Qualitätszirkel, wo also dann der Referent von der Industrie ausgesucht wird. Und das sind große Kongresse. Und ich glaube, wir kommen einfach nicht weiter, wenn wir Ärzte meinen, wir kriegen da was umsonst. Die Aufgabe der Pharmaindustrie ist doch nicht, uns fortzubilden. Aufgabe der Pharmaindustrie ist eine andere. Aber
unsere Aufgabe ist, uns fortzubilden, dann müssen wir schon Geld in die Hand nehmen, denke ich. Und das ist offensichtlich in anderen Berufen ganz einfach, bei uns Ärzten ist es schwierig. Gut, vielen Dank. Die letzte Frage hier vorne einmal. Ich weiß, dass ich noch nicht alle drangenommen habe. Wir werden leider keine Zeit haben, alle Fragen jetzt zu stellen. Aber wir haben danach noch ein kleines informelles Get-Together in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und ich glaube, da sind dann auch Getränke. Ja, ich wollte sagen, wir sind hier in einer guten Bank. Vielleicht sind Sie ja alle von dem guten Pharmaunternehmen. Können Sie sich einmal vorstellen? Mein Name ist Angelika Dahm. Ich finde es gut, wenn die Mitarbeiter immer sehr mit ihrem Unternehmen identifiziert sind. Ich kann ihre guten Erfahrungen nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde nicht, dass sich besonders viel geändert hat. Vielleicht bin ich auch nur wacher geworden und kritischer geworden. Aber wenn es so ist, dass im Deutschen Ärzteblatt zertifizierte Artikel halt irgendwie von über generalisierte Angststörungen halt erscheinen und die vier Kollegen, die das veröffentlichen, alle für die Firma sozusagen arbeiten, für die sie sozusagen halt die Präparate, die da im Artikel genannt werden, in Lohn und Brot stehen oder ja, so weiter, dann finde ich das sozusagen äußerst, äußerst fraglich. Ja? Und da kann ich halt, da finde ich nicht, genauso wie vor zwei Ärzteblättern halt endlich mal von einer Kollegengruppe dargestellt wurde, wie die Pharmaindustrie Leitlinien sozusagen halt beeinflusst. Und da finde ich auch, da muss man den am Patienten arbeitenden Kollegen auch etwas halt irgendwie zugute halten. Da arbeitet man 10 bis 12 Stunden und dann ist man vielleicht noch gut drauf und zieht sich die Leitlinie rein. Aber dann ist es wirklich schwierig, da noch zu recherchieren, wer denn die Leitlinie sozusagen halt beeinflusst hat. Und ich sehe das auch so, dass wir innerhalb der Ärzteschaft da kritischer und klarer sein müssen. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es gibt eine Reihe von Dingen, die einem sehr merkwürdig vorkommen, wenn zum Beispiel eine Zulassung eines neuen Gerinnungsmittels, eine Zusatzindikation in Amerika abgelehnt wird wegen mangelnder Studienqualität und die wird hier vom Europäischen Zulassungsausschuss mit der gleichen Studienlage bewilligt, dann sage ich, da vermute ich Lobbyarbeit. Gut, vielen Dank. So, wollen wir mit Herrn Becker-Brüßer anfangen? Ja, die Leitlinien finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil Leitlinien ist ja eigentlich das, worauf die Ärzte vertrauen sollten, was ihnen einen Leitschnur geben könnte, wie sie therapieren. Und in der Tat ist es so, dass Leitlinien mit die von Personen geschrieben worden sind, die einen Interessenkonflikt haben. Das heißt, die Kontakte und finanzielle Verquickungen zur pharmazeutischen Industrie haben, dass solche Leitlinien anders ausfallen, als wenn die Leitlinien von Personen ohne Interessenkonflikte mit der pharmazeutischen Industrie geschrieben werden. Und das ist in dieser erwähnten Untersuchung aus dem Deutschen Ärzteblatt von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, vor allen Dingen der Arzneimittelkommission der Deutschen Apothekerschaft, sehr deutlich gezeigt worden. Und das zeigt aber auch die Probleme, die wir haben. Wir haben unendlich viele Leitlinien auf dem Markt und das Problem ist, wie kriegt man eine Qualität in diese Leitlinien hinein? Wir brauchen nicht unendlich viele Leitlinien, wir brauchen wenige, die unabhängig von der pharmazeutischen Industrie entstanden sind und die eine hohe Qualität haben, das heißt, die auf der wissenschaftlichen Basis entstanden sind. Ja, das lachen wir jetzt besonders am Herzen. Und Sie hatten ja mit der Haut gefragt gehabt. Es ist unbestritten, dass beispielsweise in Australien gibt es mehr Hautkrebs als bei uns. Und wenn es UV-Bestrahlung zunimmt, wird mit Sicherheit auch hier eine Zunahme der Hauterkrankungen stattfinden, wenn man sich nicht schützt. Gut, vielen Dank. Dieter Lehmko? Zu den Fragen erstmal.
Ja, nee, war, glaube ich, keine mehr offen. Vielleicht nur einen Satz nachtragen. Die GLS? Ja. Ach, GLS, ja. Ja, der, ja. Vielleicht nur einen Satz, den ich vorhin vergessen habe, Patente. Patente sind heute nicht mehr in erster Linie Belohnung für Forschungsinnovation und Tätigkeit, sondern sie sind Instrumente, strategische Instrumente zur Durchsetzung der eigenen Interessen auf den Märkten. Okay, gut, dann gebe ich jetzt das Mikrofon an Christian. Ja, ich greife gerne die Frage nach der GLS-Bank auf, ob es sowas auch in der Pharmaindustrie gibt. GLS steht, wenn ich es richtig ausschreibe, ja, Gemeinschaft für Leihen und Schenken. Bitte nicht böse sein, wenn es nicht ganz stimmt. Aber das ist ja eine Ideologie, eine Einstellung, die es durchaus auch im Bereich der Arzneimittelentwicklung schon gibt. Also es gibt durchaus schon quasi Unternehmen, die den GLS-Gedanken verkörpern. Nur zwei zu nennen. So im Bereich der Arzneimittelentwicklung möchte ich die Drug for Neglected Disease Initiative erwähnen. Das ist eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Genf, ein Forschungskonsortium, wo eine ganze Menge öffentliche Einrichtungen beteiligt sind und je nach Projekt auch Unternehmen mitmachen, also eine ziemlich breit aufgestellte Sache. Der Grundgedanke ist, dass man sagt, man möchte eigentlich die Produkte, die auf den Markt gebracht werden, deren Entwicklung möchte man schon komplett praktisch durchfinanzieren, dass zu dem Zeitpunkt, wo das neue Medikament fertig ist, dann sind die Entwicklungskosten bezahlt, großteils durch Regierungen, also Staaten, die Geld geben für dieses Projekt, aber zum Teil auch Geldgeber wie Bill Gates. Also zu dem Zeitpunkt, wo ein neues Medikament auf den Markt gebracht ist, sind die Entwicklungskosten bezahlt und deswegen braucht man auch keinen Patentschutz mehr und kann das Ganze sofort praktisch als Generikum von allen produzieren lassen. Das Ganze ist durchexerziert worden, schon beispielsweise für zwei Malaria-Medikamente, die ohne Patent auf den Markt gebracht wurden. Das sind Kombinationspräparate aus bekannten Wirkstoffen. Deswegen war die Entwicklung vergleichsweise einfach und auch vergleichsweise günstig. Das hat 8,5 Millionen Dollar, glaube ich, gekostet, das neue Malaria-Medikament ASAC, also Amodiaquin, ASAC zu entwickeln und Artemisinin-Amodiaquin-Kombinationspräparat. Andere Produkte sind in der Entwicklung. Und das ist auch ein Bereich, wo auch Pharmaunternehmen sich jetzt auch aktiv beteiligen, zu bestimmten Konditionen. Es muss einfach vorher klar sein, welche Bereiche abgedeckt werden und welche nicht. Die Bereiche, wo es wirklich um profitable Produkte ging, beispielsweise Herz-Kreislauf-Medikamente oder sowas, da lassen sich die Pharmaunternehmen, da lassen sie nicht von ab. Es geht wirklich dann um Bereiche, die kommerziell vergleichsweise wenig interessant sind. Aber Drugs for Neglected Disease Initiative, ein Konsortium, das Medikamente ohne Patente entwickelt. Ein anderes Beispiel, was die Produktion betrifft, ein indischer Hersteller, eigentlich eine Nichtregierungsorganisation fast schon, Low Cost ist die Bezeichnung, das ist ein Unternehmen, das Medikamente herstellt, die ausschließlich an NGOs und öffentliche Einrichtungen in Indien geliefert werden und man bezeichnet das als Cost plus, also sie werden zu Herstellungskosten plus einem Aufschlag für die eigene weitere Arbeit abgegeben, also wirklich so günstig wie möglich. Und das ist insgesamt, denke ich, ein Gesamtkonzept, das eigentlich viel weiter ausgebaut werden sollte und auch eben nicht nur auf Krankheiten in Entwicklungsländern beschränkt. Und damit leite ich eigentlich schon zu der Frage nach den Alternativen über. Was wäre so ein Modell für die Zukunft? Dass man sagt, wenn wir wollen neue Medikamente entwickelt haben und wir wollen sicherstellen, dass sie vernünftig sind und dass sie bezahlbar sind. Und warum sorgen wir nicht dafür, dass die Entwicklungskosten der Medikamente zum Zeitpunkt der Zulassung, wenn es etwas Sinnvolles ist, wirklich dann auch schon abgedeckt sind und das Ganze dann günstig hergestellt werden kann? Ja, vielen Dank. Gut, Dieter Lehmkuhl, möchtest du dich nochmal zu den Alternativen äußern? Gerne. Also ich werde es jetzt so auf einer Metaebene machen. Man könnte das ja im Detail noch erläutern. Die Medizin muss sich
aus der babylonischen Gefangenschaft der pharmazeutischen Industrie befreien, die sie in vielen Bereichen dominiert. Wir haben ja die Felder gehört. Die Ärzte sind im Unterschied zu Pharmaunternehmen, haben sie eine andere Loyalität. Ihre Loyalität ist gegenüber dem Patienten und nicht dem Profitinteresse. Und sie müssen sich darauf wieder besinnen. Die Verflechtungen, finanzielle Verflechtungen zwischen und das berührt übrigens auch die Unabhängigkeit der Medizin als Wissenschaft, wie auch als Institution und die Integrität des ärztlichen Berufsstands. Und wo immer Sie das wahrnehmen können, sollten Sie es vielleicht auch einfordern. Die Verflechtungen, finanziellen Verflechtungen zwischen der Pharmaindustrie und dem Ärztestand und ärztlichen Fachverbänden sind bis auf wenige Ausnahmen völlig zu reduzieren oder zu entflechten. Wir brauchen andere Forschungsanreize, wir brauchen mehr öffentliche Forschung, wir brauchen andere Forschungsprioritäten. Wir müssen auch über Alternativen zum Patentsystem nachdenken. Da gibt es sehr viele Untersuchungen von auch Gesundheitsökonomen in den USA, die Alternativen aufweisen. Als Beispiel nur wäre zu nennen das indische Patentrecht, das nur solche echte Innovation oder Patentschutz stellt. Wenn wir ein solches Gesetz hätten, dann hätten wir vor allem eine ganz andere Forschungspriorität, weil die ganzen MeToo-Präparate dann nicht mehr patentiert würden und die Forschungsrichtung ging in eine andere Richtung. Wir brauchen unbedingt, dass die Fortbildung und Weiterbildung und die Kongresse in der Ärzteschaft, in der Pharma frei sind. Sie müssen diese Kosten selbst übernehmen. Andere vergleichbare Berufsgruppen tun das im Wesentlichen auch. Das ist für mich unverständlich, wie Herr Lindner ja schon gesagt hat, dass die Ärzteschaft da noch zurückgreift. Die Offenlegung aller finanziellen Verbindungen wäre ein Zwischenschritt. Von dieser Transparenz erwarte ich mir nur bedingten Nutzen, aber Transparenz ist die Voraussetzung für alles andere, weil man dann die Daten kriegt, mit denen man auch argumentieren kann. Vielleicht zum Abschluss. Ich denke, die Ärzteschaft allein wird das nicht schaffen und wird sich wohl auch nicht reformieren. Das wird nur gelingen, wenn der öffentliche Druck stark genug wird und auch die Politik die entsprechende Regulierung übernimmt. Das zeigt zumindest die Entwicklung in den USA und es zeigt sich auch hier, dass die Pharmaindustrie ein ganz schlechtes Image hat und dass auch die Bereitschaft der Ärzte zur strukturellen Korruption auch nicht zu unterschätzen ist. Dieser Begriff kommt von Transparency International, der sagt, strukturelle Korruption ist eine im System angelegte Korruption, die uns allen schadet. Gut, vielen Dank, Herr Becker-Brüser. Ja, ich bleibe doch noch mal eben bei den Studien hängen und da sind ja schon viele Punkte genannt worden. Es ist natürlich auch eine Kontrolle notwendig. Es nützt nicht nur, die Interessenkonflikte beispielsweise anzugeben. Sie müssen auch kontrollieren, ob die Angaben korrekt sind. Also dazu gibt es genügend Beispiele, dass die Interessenkonflikte verneint werden, obwohl es nicht stimmt, dass nur ein Teil angegeben wird, dass Wesentliche unterdrückt werden. Also da ist in vielen Bereichen auch Kontrolle notwendig. Vielleicht muss man bei Leitlinien auch eine Kontrollinstanz einführen, dass die zertifiziert werden oder dass sie extern kontrolliert werden beispielsweise, also gegengecheckt werden. Und was mir ganz besonders am Herzen liegt, das ist die Damen und Herren von der pharmazeutischen Industrie, dass sie de facto haften für das, was sie tun. Wenn ein Manager anordnet, dass bestimmte Negativdaten unterdrückt werden, dann muss er dafür haften. Dann reicht es nicht, wenn die Firma 3 Milliarden bezahlt, sondern der Mensch muss in den Knast. Denn es geht um die Gesundheit der Menschen und da wird ganz massiv eingegriffen, wenn die Studien unterdrückt werden, manipuliert werden. Und das ist ein Aspekt, der geht mir viel zu wenig unter in dieser ganzen Diskussion. Es muss eine Haftung etabliert werden. Es ist kein Kavaliersdelikt, wenn Studien manipuliert werden. Wenn Menschen an Studien teilnehmen, die haben Probleme damit. Sie haben Überlegungen, ist das gut? Soll ich da dran? Gehe ich Risiken ein? Ich weiß ja unter Umständen wahrscheinlich nicht, ob ich ein Medikament bekomme oder ein Placebo oder welches Verum ich bekomme, also welches Arzneimittel ich wirklich bekomme. Das sind schwere Entscheidungen für die Menschen, an diesen Studien teilzunehmen. Und es ist nicht akzeptabel, dass diese Studien, die unter solchen Umständen entstehen, letztendlich dann unterdrückt werden oder
in Sammelveröffentlichungen, wenn sie negativ ausgegangen sind, verborgen werden. Das denke ich, ist auch Ihre Meinung, aber es ist de facto immer noch so. Das heißt, es ist nicht wie von gestern, das ist nicht alles vorbei. Das Argument ist ein Argument, das die pharmazeutische Industrie permanent bringt seit Jahrzehnten, und das lasse ich überhaupt nicht gelten. Gut, wir haben gleich Zeit, noch weiter informell zu diskutieren. Und ich würde jetzt gerne einmal Herrn Christian Wagner-Alves bitten, ein Abschlussstatement zu geben. Bevor ich aber das Mikrofon weiterreiche oder beziehungsweise du dir ein anderes nimmst, möchte ich noch mal kurz auf eine Konferenz aufmerksam machen. Und zwar eine Konferenz in Begleitung zu der Summer School, die in dieser Woche zum Thema Pharma mehr Nutzen als Schaden läuft. Und zwar ist das eine Konferenz von IBPNW, Health Action International und der Charité. In der Charité und Flyer liegen da vorne, und da werden ganz viele Workshops und Diskussionen und Podiumsdiskussionen zu dem Thema nochmal stattfinden, und wir würden uns sehr freuen, Sie dort nochmal zu sehen. Und dann, genau. Das ist wird in Englisch, auf Englisch sein, aber es werden auch parallel Workshops stattfinden, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Gut, und jetzt bitte ich Christian um ein Abschlussstatement. Ein Abschlussstatement. Die Ausgangsfrage, mit der wir heute gekommen sind, so Good Pharma, Bad Pharma, welche Art der Arzneimittelversorgung, welche Art der Arzneimittelforschung und Entwicklung stellen wir uns vor? Ich möchte zum Abschluss wirklich jetzt auch eine positive Vision entwickeln. Eine Vision, in der auch die Pharmaindustrie ihren Platz hat, aber unter klar vorgegebenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Zukunftsvision, für die auch ich arbeite, ist, dass wir als Ziel haben, wir wollen sinnvolle Medikamente, die wirklich einen Nutzen haben, und diese Medikamente müssen für alle Menschen verfügbar sein, die diese Medikamente brauchen. Mit einer kleinen Einschränkung, nicht immer sind Medikamente die allerbeste Wahl. Es gibt auch nicht wenige Fälle, wo es vielleicht andere Behandlungsalternativen gibt oder vielleicht gar keine Behandlung notwendig ist, oder die sozialen Determinanten der Gesundheit, die Dieter Lehmkuhl vorher erwähnt hat, eigentlich viel mehr beachtet werden sollten. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu leicht in die technische Sichtweise abdriften. Medikamente sind die Lösung. Aber wenn wir die Frage stellen, eben, gut, welche Art von Arzneimittelversorgung wollen wir? Gut, sinnvolle und bezahlbare Medikamente. Dafür gibt es meiner Meinung nach fünf Etappenziele, die man erreichen muss. Der erste Schritt wäre ein internationales Abkommen. Da wird momentan auch schon viel darüber diskutiert. Ein Abkommen, wo man sagt, wo man festlegt, was sollen Prioritäten sein für die zukünftige Arzneimittelforschung? Welche Art von Medikamenten brauchen wir überhaupt? Und das ist eine Diskussion, die geführt werden muss, auch aufgrund gesundheitsstatistischer Daten. Ein Abkommen mit Prioritätenfestsetzung und auch mit Ideen zur Finanzierung, weil das ist ja der Knackpunkt, mit dem alles steht und fällt. Zweiter Punkt, wir brauchen neue Modelle für die Forschung. Einige wurden schon angesprochen. Forschungskooperationen spielen eine immer größere Rolle. Die Frage von Finanzierungstöpfen, neue Finanzierungsmöglichkeiten, auch hier gibt es ganz viele verschiedene Ideen. Auch ein Forschungsfonds, in den viele Staaten einzahlen, und da kommt sehr schnell sehr viel Geld zusammen, mit dem man eine ganze Menge bewirken kann, wenn das Ganze sinnvoll kanalisiert ist, eben entsprechender Prioritäten. Oder neue Lizenzmodelle, wenn Verträge abgeschlossen werden zwischen Universitäten und Unternehmen, oder Verträge zwischen Universitäten oder Nichtregierungsorganisationen und anderen Akteuren. Da gibt es eine ganze Menge Ideen für neue Modelle, wie man miteinander umgehen kann. Das kann mit Patent, ohne Patent, mit Zwischenlösungen finanzieren. Da ist also sehr viel Kreativität gefragt, und viele Ideen werden auch schon ausprobiert.
Dritter Punkt, öffentliche Forschung als Vorreiter. Das ist was ganz Wichtiges, weil eben, wie gesagt, mindestens 40% der Forschungsausgaben heute schon öffentliche Investitionen sind. Und da ist ein Punkt, wo wir verlangen, wo wir fordern als Buko-Pharma-Kampagne mit anderen Organisationen zusammen, dass die Ergebnisse aus dieser öffentlichen Forschung auch viel vorsichtiger gehandhabt werden müssen, dass man viel mehr Gedanken darüber macht, wollen wir das jetzt einfach an ein Pharmaunternehmen weiter lizenzieren oder verkaufen und ohne sich Gedanken darüber zu machen, was hinterher mit passiert. Oder wollen wir dafür sorgen, dass wir das zum Beispiel an Bedingungen koppeln, dass das Produkt hinterher günstig sein muss oder in Afrika verfügbar gemacht werden muss, etc. etc. Also die öffentliche Forschung spielt hier eine ganz entscheidende Rolle und das muss man auch viel stärker berücksichtigen. Vierter Punkt, der Produktpreis muss viel stärker von den Forschungskosten entkoppelt werden. Das ist eigentlich fast schon selbstverständlich, weil Forschung heute so komplex ist und man eigentlich fast gar nicht mehr so klar sagen kann, das und das und das waren genau die Kosten, weil an der Entwicklung eines Produktes inzwischen so viele Akteure und so komplexe Netzwerke beteiligt sind. Deswegen finde ich das spannend, das Modell der patentfreien Malaria-Medikamente, wo man sagt, so, die Kosten sind bezahlt von XYZ-Geldgebern und jetzt Ganze darf das als Generikum produziert werden, so günstig wie möglich. Letzter Punkt, der Zugang zu den Produkten, die neu entwickelt werden, muss gesichert werden. Und wenn die vorher genannten Punkte Forschungsabkommen, neue Forschungsmodelle, öffentliche Forschung als Vorreiter und Produktpreis von Forschung entkoppeln, wenn das alles auch mit einberücksichtigt wird, dann sind wir einen deutlichen Schritt weiter, dass neue Medikamente dem Bedarf entsprechen und auch bezahlbar werden. Gut, vielen Dank. Das sind doch spannende Aussichten. Ich möchte mich richtig sehr bei Ihnen bedanken, dass Sie heute Abend gekommen sind. Ich möchte mich auch bei den Sprechern nochmal bedanken und ganz besonders bei der GLS Bank und bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir machen diese Kooperation einmal im Jahr, jetzt seit 3 Jahren. Genau, und es ist immer wieder spannend, immer neue Themen. Und jetzt würde ich Sie gerne einladen zu einem kleinen Getränk und einem kleinen Snack in der Heinrich-Böll-Stiftung, wo Sie auch die Sprecher nochmal persönlich fragen können und weiter diskutieren können. Vielen Dank.